Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Podiumsgäste, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer über den Stream. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu unserer heutigen Podiumsdiskussion »Wem gehört das Wasser?« Der heutige Abend ist der Auftakt einer dreiteiligen Veranstaltungsreihe unter dem Titel »Kulturerbe – Klimazukunft«. Hierzu haben sich die drei Welterbestätten Augsburg, Regensburg und Hamburg zusammengetan, um die Konflikte und die Dilemmata zwischen dem Erhalt des baukulturellen Erbes und der Anpassung an den Klimawandel zu thematisieren. Auf den Veranstaltungen sollen vor allem die dahinterliegenden fachlichen Wertvorstellungen und Anforderungen des Kulturerbes sowie Klimaschutzes aufgezeigt werden und wie man damit umgehen kann. Alle drei beteiligten Städte haben die Erfahrung gemacht, dass allein der Denkmalschutz, der unsere drei Welterbestätten vor gravierenden Eingriffen schützt, nicht ausschließlich das Regelwerk sein kann, kulturelles Erbe zu erhalten. Wir Welterbestätten sind mittlerweile mit Herausforderungen konfrontiert, die ich mal ganz abstrakt mit den Begriffen Nachhaltigkeit und Klimawandel beschreiben möchte. Ganz besonders freut es mich, dass erstmalig drei deutsche Städte mit Welterbestatus auf einer solchen Ebene kooperieren. Wir wollen gemeinsam herausfinden, inwieweit ein gewisser Narrativwechsel, ein Wechsel in der Erzählung über das Welterbe erforderlich ist, um den Aufgabenstellungen der UNESCO, die mit den Welterbetiteln verbunden sind, gerecht zu werden. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang kurz auf das Augsburger Welterbe eingehen. Als Augsburg 2010 begann, sich mit einer Bewerbung als Welterbe zu beschäftigen, war von Begriffen wie Narrativ, Ressourcen, Klimawandel oder Nachhaltigkeit noch nicht die Rede. Die zuständigen Fachleute sahen damals nur die über 2 Dutzend Baudenkmäler, die eine Wasserwirtschaft über einen Zeitraum von mehr als 700 Jahren repräsentieren. Erst als die Bewerbung in die heiße Phase ging, wurde bei der Gesamtschau der einzelnen Teile immer deutlicher, dass dahinter ein traditionelles System steht, das bis heute wie auch für die Zukunft ein Potenzial birgt, dessen Bedeutung wesentlich größer ist als die einzelnen Bauwerke. Augsburg hat all die Jahrhunderte sozusagen wie von selbst das Sustainable Development Goal Nummer 6 von den 17 Nachhaltigkeitszielen der UNO vorweggenommen. Demnach ist die Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser- und Sanitärversorgung für alle zu gewährleisten. Der Zugang zu sauberem Trinkwasser sei auch eine Frage des Ressourcenmanagements. Dieses nachhaltige Denken und Handeln bestimmt bis heute das Wassermanagement und stellt die DNA unserer Stadt dar. Diese Erkenntnis führte schon während der Bewerbungsphase zu einem Narrativwechsel, zu einem Wechsel in der Erzählstruktur, in der Kommunikation und Bildungsarbeit. Entgegen gewisser Widerstände wird seitdem der interessierten Bevölkerung deutlich gemacht, dass die Denkmäler und ihr Schutz nur ein Bestandteil des Augsburger Welterbes sind. Grundlage sind vielmehr die vorhandenen Wasserressourcen und der schonende Umgang damit. Gerade deswegen haben für das Augsburger Welterbe aktuelle Themen wie Nachhaltigkeit, Klimawandel, Verteilungsgerechtigkeit und Nutzungskonflikte höchste Priorität, wobei der Denkmalschutz an sich nicht vernachlässigt wird. Dass der nachhaltige Umgang mit der Ressource Wasser in Augsburg beispielhaft und zukunftsweisend ist, und zwar angefangen von der Wasserversorgung bis hin zur entsprechenden Bildungsarbeit, das hat die UNESCO bei der Verleihung des Welterbetitels sehr deutlich gemacht und Augsburg den Auftrag erteilt, seine Erfahrungen weltweit zu teilen. Das ist, einfach gesagt, die Erkenntnis, dass kulturelles Erbe und Güter im Sinne des klassischen Denkmalschutzes immer auch Ressourcen beinhalten, die für künftige Generationen fruchtbar gemacht werden sollen. Deshalb steht Augsburg für nachhaltige Industriekultur. Soweit meine einleitenden Gedanken zur heutigen Veranstaltung. Zu guter Letzt möchte ich mich noch bei allen Beteiligten sehr herzlich bedanken, die durch ihre Teilnahme diese Veranstaltung möglich machen und sich damit für unser Welterbe engagieren.
An der Spitze unser Moderator, Herr Nils Schäffler, Urbanist aus Berlin, sowie natürlich unsere Podiumsgäste, die Ihnen Herr Schäffler noch im Einzelnen vorstellen wird. Ganz besonders möchte ich mich natürlich auch bei den Kolleginnen und Kollegen aus dem Welterbebüro, allen voran Herr Müllegger und Frau Hager, bedanken, die den heutigen Abend hier so unermüdlich organisiert haben und auch dies sich überaus unermüdlich für das Augsburger Welterbe einsetzen. Ich wünsche uns allen eine spannende Diskussion, hoffentlich die eine oder andere Antwort auf die Frage, wo welche Ressourcen liegen und welcher Umgang damit gepflegt werden soll, um die Herausforderungen der Zukunft bewältigen zu können. Lassen Sie uns gemeinsam die Herausforderungen des Denkmalschutzes mit den Nachhaltigkeitszielen verbinden, denn there is no cultural heritage on a dead planet. Herzlichen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Enninger, vielen Dank für Ihre Begrüßung, Ihre einleitenden Worte und vor allem auch nochmal auf den Hinweis, dass sozusagen die nachhaltige Bewirtschaftung der Ressource Wasser Tradition hat in Augsburg und dass das auch in besonderem Maße das Welterbe ausmacht. Es sind also nicht nur die Bauten, sondern es ist sozusagen das Zusammenspiel der Bauten mit dem nachhaltigen Wassermanagement und dass das natürlich auch in der Zukunft so sein soll. Und darüber wollen wir uns auch hier in der Podiumsdiskussion heute unterhalten, diskutieren. Und in dem Sinne erstmal ein herzliches Willkommen von meiner Seite an alle Zuschauer vor ihren digitalen Bildschirmen. Wir wussten damals, als wir das geplant hatten, noch nicht, kann man das hier vor Ort stattfinden lassen oder nicht aufgrund von Corona. Und so haben wir uns entschieden für die Planungssicherheit, dass wir das ohne Zuschauer machen, live hier vor Ort. Aber ja, wie ich sehen kann, haben sich viele Leute angemeldet über Zoom. In dem Sinne herzlich willkommen. Und dann auch ein sehr herzliches Willkommen an unsere Podiumsteilnehmer. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier mit uns zu diskutieren. Das Thema ist, wie ja schon vorgestellt wurde, wem gehört das Augsburger Wasser? Und Wasser ist ja letztendlich in Deutschland ein Gemeingut. Es ist nach meinem Kenntnisstand auch eins der besten kontrollierten Nahrungsmittel in Deutschland. Gleichzeitig ist aber auch ein profitables Wirtschaftsgut als Nahrungsmittel, aber auch für die Energiegewinnung. All das trifft eben auch hier in Augsburg zu. Und auch für den Freizeitsport ist Wasser ein wichtiges Element, was auch hier in Augsburg ein Thema hat. Also Augsburg greift eigentlich alle Themen in dem Sinne ab. Aber vor dem Hintergrund des Klimawandels, was ja ein wesentlicher Aspekt unseres Projektes ist, stellen sich aber auch immer mehr Menschen die Frage, wird Wasser knapper, drohen Versorgungsengpässe und wer entscheidet dann letztendlich, wer darf denn das Wasser nutzen und zu welchem Preis? Und diese Themen, wie das zusammenhängt mit dem Wassermanagementsystem, mit dem Wassermanagementsystem, das wollen wir heute hier diskutieren, vor allem vor welchen Herausforderungen steht das Augsburger Welterbe aktuell, aber auch in der Zukunft und welche Wertvorstellungen stehen eigentlich hinter diesen Anforderungen. Und dann hoffe ich auch, dass wir noch die Zeit haben werden, auch zu überlegen, mit was für Prozessen können wir eigentlich sozusagen Lösungen finden, die möglichst den unterschiedlichen Nutzungskonflikten und Nutzungskonkurrenten auch gerecht werden. Und in diesem Sinne nochmal herzlichen Dank für Ihr Kommen und jetzt möchte ich alle Podiumsdiskutanten einmal der Reihe nach vorstellen. Zu meiner Rechten, vor dem Bildschirm ausgesehen, zu meiner Linken, sitzt Frau Professor Dr. Schlögerl-Fliehl. Sie ist Lehrstuhlinhaberin für Moraltheologie an der Uni Augsburg und hat die inhaltliche Leitung des Masterstudiengangs Umweltethik inne. Und seit 2020 ist sie auch im Deutschen Ethikrat vertreten. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Daneben sitzt Herr Dr. Ottillinger. Er ist seit 2001 Betriebsdirektor der Stadtwerke Augsburg Wasser GmbH, verantwortlich für die Augsburger Trinkwasserversorgung und vor allem für die Trinkwasserqualität, die sehr hoch sein soll, so wurde mir gesagt. Zumindest das Wasser schmeckt sehr gut, ich kann es empfehlen. Und seit 2012 ist er auch in der Geschäftsführung der SWA Netze GmbH der Stadt Augsburg. Herzlich willkommen, Herr Dr. Ottillinger. Neben Herrn Ottillinger sitzt Herr Thoms. Er ist schon seit 28 Jahren bei der Stadt Augsburg als Elektroniker im Klärwerk der Stadtentwässerung beschäftigt. Gleichzeitig ist er auch Vorsitzender der Wasserallianz Augsburg e.V. Dort ist er schon seit 2001 aktiv.
Und die Wasserallianz setzt sich unter anderem gegen die Privatisierung der Ressource Wasser ein und war damals auch mit ein Treiber des Volksbegehren, was hier in Augsburg stattgefunden hat. Ferner ist er noch Mitglied im Präsidium der Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft bei Verdi sowie nimmt auch am Arbeitskreis der Blue Community in Augsburg teil. Herzlich willkommen. Neben Herrn Thoms sitzt Herr Liebig, erst gelernter Forstwirt und Diplom-Landespfleger, und seit 1999 ist er Geschäftsführer beim Landespflegeverband Stadt Augsburg e.V. und er hat ein Buch zum Stadtwald Augsburg herausgegeben und unter anderem in der Recherche, die damals auch stattgefunden hat, auch oder auch im Anschluss, hat wesentlich auch dazu beigetragen, zur Anerkennung des Augsburger Wassermanagementsystems zum UNESCO-Welterbe zu kommen. Und ja, in dem Sinne ist er ein erfahrener Person im Zusammenhang, um was dreht es sich hier auch beim Wassermanagementsystem hier in Augsburg. Herzlich willkommen. Und last but not least, Herr Dr. Sündgen. Er ist Philosoph und Chemiker. Seit 2002 ist er wissenschaftlicher Leiter des Wissenschaftszentrums Umwelt der Universität Augsburg. Zuletzt ist von ihm erschienen das Buch Pakt mit im Feuer. Aktuell arbeitet er aber an einem neuen Buch zum Thema Wasser, was wunderbar in diese Thematik hier hineinpasst. Und nehmen Sie auch herzlich willkommen und danke für Ihr Dasein. Bevor wir mit der Podiumsdiskussion beginnen werden, kurz nochmal eine Erläuterung, wie die Podiumsdiskussion ablaufen wird. Wir haben zu Beginn eine kurze Einführung der Welterbe-Koordination in das Augsburger Welterbe, weil wir vielleicht auch Zuschauer haben, denen das Wassermanagementsystem und das Welterbe nicht bekannt ist. Und im Anschluss habe ich dann gebeten, dass alle Podiumsteilnehmer zu Beginn erstmal ein Statement abgeben, wie sie das Thema auffassen, welche Herausforderungen vor allem sie für das Augsburger Welterbe sehen. Und dann im Anschluss werden wir in die Diskussion einsteigen. Wir wollen aber auch Ihnen als Zuschauer die Möglichkeit geben, auch Fragen zu stellen. Und in dem Sinne wollen wir das am Ende so eine maximal oder vielleicht so eine halbe Stunde dafür bereithalten. Und falls Sie irgendwelche Fragen haben oder Statements abgeben wollen, die hier in der Runde auch diskutiert werden sollen, haben Sie die Möglichkeit, das jederzeit in den Chat bei Zoom zu schreiben. Und Frau Hager, die Sie nachher dann auch nochmal kennenlernen werden, wird sozusagen den Chat beobachten und dann nachher die Fragen sozusagen sortieren und hier in die Runde stellen. Und wir werden halt so viele Fragen aufnehmen, wie es uns dann auch die Zeit erlaubt. In dem Sinne nutzen Sie den Chat, stellen Sie Ihre Fragen dort ein, jederzeit, wann Ihnen das aufkommt. Und zum Ende haben wir auch noch ein kleines visuelles Highlight. Die Diskussion wird von einer Grafik-Recorderin begleitet, Mariana Poppitz, und sie wird dann sozusagen die Diskussion bildlich festhalten und ihre bildliche Wahrnehmung wird sie dann am Ende auch dann hier nochmal in der Runde vorstellen, sodass wir auch nochmal einen künstlerischen Aspekt hier in die Podiumsdiskussion bekommen. Dies soweit der Vorrede. Hiermit möchte ich nun an Herrn Mühlegger übergeben, Leiter der Welterbe-Koordination der Stadt Augsburg, der uns nun das Augsburger Welterbe und in das heutige Thema einführen wird. Einen schönen Abend auch von meiner Seite. Ich möchte mich gleich noch bedanken für die Stadt Augsburg und das Welterbebüro bei allen heute beteiligten Organisationen wie den Stadtwerken Augsburg, dem Landschaftspflegeverband, der Universität Augsburg und der Wasserallianz Augsburg. Sie haben uns bisher in dem ganzen Bewerbungsprozess und seitdem wir Welterbe sind, sehr unterstützt, vor allem mit Ihrer großen Kompetenz und mit der Rückendeckung, die wir für dieses Projekt von diesen Organisationen immer hatten. Das Augsburger Wassermanagementsystem, zu dem 22 Objekte gehören, ist seit 2019 Welterbe. Gewürdigt wird mit diesem Titel laut UNESCO die Entwicklung eines nachhaltigen Systems mit dem Resultat eines kreativen Wassermanagements. Es wurde schrittweise durch die Anwendung innovativen Wasserbaus verfeinert und belegt eine vorbildliche Nutzung der Wasserressourcen im Lauf von mehr als 7 Jahrhunderten bis heute, so die UNESCO in ihrer Begründung. Diese Beschreibung ist letztlich auch der Kern des sogenannten außergewöhnlichen universellen Wertes, den eine Welterbestätte vorweisen muss und der sie weltweit einmalig macht.
Dies bedeutet in letzter Konsequenz, dass es bei der Augsburger Welterbestätte nicht nur um den Erhalt der 22 Objekte aus denkmalpflegerischer Sicht geht, sondern auch um die Fortführung und das Management unseres einzigartigen Wassersystems und dessen Ressourcen. Schaut man sich in Augsburg bezüglich des Wassers um, hat man zunächst den Eindruck, dass hier alles problemfrei ist. Aus den Hähnen kommt mit eines der besten europäischen Trinkwasser. Das Grundwassereinzugsgebiet im Süden der Stadt sucht seinesgleichen. Bergflüsse transportieren ständig frisches Wasser aus den Alpen und die Stadt selbst ist durchzogen von Flussläufen, Bächen und Kanälen. In der Praxis zeigt sich jedoch immer wieder, dass beim Wasser und seinem Management durchaus verschiedene Interessen aufeinandertreffen. Auch vor dem Hintergrund, dass selbst in Deutschland Wasser immer knapper wird, müssen dann auch in Augsburg verschiedene Nutzungsansprüche in Einklang gebracht werden. Angefangen von der Daseinsvorsorge über privatwirtschaftliche und industrielle Interessen bis hin zu der Aufgabe, mit den Ressourcen klima- und umweltschonend umzugehen. In diesem Zusammenhang kommt es natürlich immer wieder zu der Frage, wem gehört das Wasser? Nutzungs-, Regulierungs- und Eigentumsfragen sind da manchmal nur sehr schwierig zu klären, nachdem das Wasser in Deutschland Gemeingut ist. Selbst die Dimension ethischer und moralischer Fragen spielt hierbei keine unerhebliche Rolle, gerade in Abwägungsprozessen vor dem Hintergrund der drohenden Klimakatastrophe. Wie gehe ich im Ernstfall als zuständige Einrichtung mit solchen Dilemmata um? Was sind die Werte und Anforderungen, vor deren Hintergrund wir Konflikte diskutieren und für die wir Lösungen finden wollen und müssen? Hat der Denkmalschutz immer recht? Oder stattdessen die Umwelt und die Ressourcenschonung immer Vorrang? Das sind die Fragen, über die wir mit Ihnen heute Abend diskutieren wollen und darauf hoffen, dass die eine oder andere Erkenntnis hierzu gewonnen werden kann. Wenn Sie jetzt vielleicht nach konkreten Beispielen fragen, kann ich nur sagen, dass es dabei auch in Augsburg um vielerlei Anliegen geht. Zum Beispiel, wenn ein Turbinenbetreiber plötzlich erheblich mehr Wasser zur Verfügung gestellt bekommen will als bisher. Oder wenn ein Kraftwerkbesitzer in sein Eigentum neue Turbinen einbauen will, obwohl dieses Eigentum denkmalgeschützt ist. Oder auch, wenn es beim Hochwasserschutz um die Revitalisierung von Flüssen geht. Diese Liste an Beispielen ließe sich noch lange fortsetzen, um allen Konstellationen gerecht zu werden. Natürlich ist in Deutschland der Umgang mit dem Wasser gesetzlich geregelt, etwa mittels des Wasserhaushaltsgesetzes. Doch werden Entscheidungen auf solchen Grundlagen den Anforderungen immer gerecht, beziehungsweise reichen die gesetzlichen Regelungen überhaupt noch aus, angesichts des Klimawandels den anstehenden Aufgaben gerecht zu werden? Wir sind auf alle Fälle ganz gespannt, zu welchen Ergebnissen uns die heutige Diskussion führt und was auch Sie dann als Publikum dazu beitragen werden. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Mühlegger, für die Einführung in das Thema und auch schon, dass Sie erste sozusagen Fragen aufgeworfen haben, die letztendlich Herausforderungen aus Sicht der Welterbekoordination darstellen. Letztendlich auch immer, je nachdem, aus welchen Blickwinkeln man das Thema betrachtet, wird man auch immer wieder auf unterschiedliche Herausforderungen auch kommen. Und das erhoffe ich mir jetzt auch von den Teilnehmenden hier, unterschiedliche Aspekte mitzubekommen, einen Blick auf das Welterbe und vor welchen Herausforderungen es zukünftig steht. Und in dem Sinne würde ich gerne Frau Stöger-Fliehl bitten, ob Sie mit Ihrem Einführungsstatement beginnen könnten und vor allem, welche Herausforderungen Sie für das Augsburger Welterbe sehen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier in dieser illustren Runde zu sitzen und hoffe, dass ich mich auf 5 Minuten wirklich an diese 5-Minuten-Grenze halte. Ich bin hier eingeladen worden als Umweltethikerin, also ich leite dann inhaltlich den Studiengang Umweltethik an der Universität Augsburg, ein interdisziplinärer Studiengang, und ich werde auch sozusagen interdisziplinär die Frage beantworten, weil aus der Umweltethik ist es die Wasserethik, die mich hierher bringt. Die Wasserethik als ein Bereich, ein junges Feld der anwendungsorientierten Ethik,
So jung ist das auch wieder nicht. Also es gibt natürlich schon eine lange philosophische Beschäftigung mit dem Wasser. Und als Theologin, als Moraltheologin, sei mir auch kurz erlaubt zu sagen, auch eine religiöse Bedeutungsaufladung. Also Wasser als Elixier, Wasser als Materie beim Taufsakrament und so weiter. Also Wasser schon lange im Mittelpunkt, aber jetzt neu im Mittelpunkt. Papst Franziskus hat das Wasser auch in seiner Umwelt- und Sozialenzyklika Laudato Si 2015 thematisiert. Die Wasserfrage sei ein Bereich, bei dem einem die planetaren Grenzen vor Augen geführt werden. Sauberes Trinkwasser, von deren Fehlen der globale Süden noch deutlicher betroffen ist als wir. Und der amtierende Papst moniert die Qualität des Wassers, vor allem für die ärmere Bevölkerung. Sie sehen schon, global gedacht, viele unterschiedliche Probleme, und ich möchte ihn auch zitieren. Während die Qualität des verfügbaren Wassers ständig schlechter wird, nimmt an einigen Orten die Tendenz zu, diese knappe Ressource zu privatisieren. So wird sie in Ware verwandelt und den Gesetzen des Marktes unterworfen. In Wirklichkeit ist der Zugang zu sicherem Trinkwasser ein grundlegendes, fundamentales und allgemeines Menschenrecht, weil es für das Überleben der Menschen ausschlaggebend und daher die Bedingung für die Ausübung der anderen Menschenrechte ist. Diese Welt lädt eine schwere soziale Schuld gegenüber den Armen auf sich, die keinen Zugang zum Trinkwasser haben, denn das bedeutet, ihnen das Recht auf Leben zu verweigern, das in ihrer unveräußerlichen Würde verankert ist. Zitat Ende. Sie sehen schon, große Worte. Mir wäre es wichtig, nochmal ganz zu Beginn klar zu sagen, der Zugang zu sauberem Trinkwasser als grundlegendes, fundamentales und allgemeines Menschenrecht. Ich glaube, das ist der Ausgangspunkt unserer Überlegungen hier, von dem her passt ganz gut, dass ich hier die Podiumsdiskussion beginne. Was ist nun genau Wasserethik? In der Wasserethik geht es um das Handeln des Menschen mit Wasser, sei es Süß- oder Salzwasser, sei es für die Landwirtschaft oder für den Garten, sei es als Flussanrainer, näher oder weiter weg zur Quelle. Man kann wissenschaftsethisch rangehen und sagen, was macht die Hydrologie, man kann berufsethisch rangehen, was macht ein Wasserbauingenieur, oder man kann bereichsspezifisch rangehen und sagen, politische Ethik, wir brauchen Governance-Strukturen. Zwei Punkte würde ich jetzt hier an dem heutigen Abend gern machen. Eine ist Wasser als Gemeingut, diese Perspektive würde ich sehr gern stark machen, und die Frage nach der Wertzuschreibung von Wasser in dieser Runde aufwerfen. Wasser als Gemeingut, mein erster Punkt. Ich muss nicht weit ausholen, das ist die typische Allmende-Problematik. Etwas, das uns allen scheint zu gehören, wird auch von allen genutzt. Aber wie schaffen wir es, dass es alle so nutzen, dass es nicht zu Ende geht? Allmende-Problematik war im Mittelalter die Gemeindewiese. Jeder Hirt, der seine Tiere darauf hin getrieben hat, um sie dort zu ernähren, hat eigentlich schon darüber nachgedacht, wie kann keine Übernutzung stattfinden. Also es war immer die Frage, wie regulieren wir alles so, dass keine Überweidung stattfindet. Und die Amende-Problematik ist immer diese Tragödie des Gemeingutes. Es sind alle an Profitorientierung, Nutzenorientierung orientiert, also sind darauf aus, wird es immer das Problem sein, dass hier das Gemeingut auch übernutzt und verschwendet wird. Was ist zu tun? In der Ethik kommen wir mal gleich mit der Suffizienz, noch ein Schlagwort. Aber Suffizienz meint Mäßigung und ist das eigentlich, was wir schaffen sollten, also eine Rationierung, sodass jeder dieses Gemeingut weiterhin nutzen kann. Wie schaffen wir das? Es gab verschiedene Wege in der Vergangenheit. Ein Weg war zu sagen, man gibt eine stärkere Regulierung des Staates, also bis hin zur Ökodiktatur, was sozusagen auch in Zukunft nicht ganz so tragfähig ist, würde ich jetzt schon mal annehmen, dass wir das alle nicht wollen, keine Ökodiktatur. Dann gab es den Weg zu sagen, wir privatisieren, aber hier ist wieder auch das Nutzendenken sehr klar im Vordergrund. Deswegen, verschiedene Wirtschaftswissenschaftler haben sich hier Gedanken gemacht, ich brauche da nicht näher eingehen darauf. Wichtig wäre, was ist das Gemeingut Wasser? Ich würde sagen, es ist ein Gemeingut, das dadurch entsteht, dass sich viele anstrengen, also viele Einzelanstrengungen zu was Gemeinsamen kommen. Es ist kein Gemeingut, wo nur der eine bestimmt oder der eine ausgibt, und es ist auch kein Gemeingut, wo der Schwächste das sozusagen hier forcieren kann, ob es weiterhin existiert oder nicht. Also nicht der Schwächste ist der im Blick, sondern alle Einzelnen sind hier gefragt. Nochmal Fachbegriff, Aggregate Effort Public Global Public Good, einfach um klarzumachen, es ist die Einzelanstrengung von allen hier gefragt. Wenn man Wasser so einordnet, und ich würde schon sagen, was Wasser ist, ein
Gemeingut, das global zu verstehen ist, auch wenn wir in Augsburg in einer tollen Situation sind, so tolles Trinkwasser zu haben, aber Wasser an sich ist ein globales Gemeingut, haben wir zwei Probleme. Die Trittbrettfahrermentalität und die Versicherungsmentalität. Die Trittbrettfahrermentalität, dass du sagst, naja, ich muss ja noch nichts tun, es ist ja sauber. Also beim Impfen hatten wir Trittbrettfahrermentalität jetzt auch sehr stark. Ich muss mich ja nicht impfen lassen, die anderen lassen sich impfen. Ähnlich ist die Versicherungsmentalität. Ich zahle ja ein, ich sehr versichert, alle kümmern sich drum, wo ist dann eigentlich meine Anstrengung? Also es braucht ja gar nicht mal meine Anstrengung. Also deswegen ist dieses Gemeingut Wasser, dieses globale Gemeingut Wasser auch immer ja, mit gewissen Risiken ausgesetzt. Und ich würde sagen, diese Trittbrettfahrermentalität und die Versicherungsmentalität sollte uns immer wieder auch aufrütteln, genauer nachzudenken. Und wie kommen wir weg von diesen zwei Problemstellungen? Und ich würde klar sagen, das ist mein zweiter Punkt und dann bin ich auch bald beim Ende, die Wertzuschreibung für das Wasser zu überdenken. In der Wasserethik, also dem Fach, das ich ja hier sozusagen, oder dem Gebiet, das ich hier voranbringen will, geht es sehr stark darum zu überlegen, was macht denn eine Wasserethik aus? Und früher war eine sehr utilitaristische, am Nutzen orientierte Denkweise zum Wasser sehr gang und gäbe. In der Wasserethik selber, durch Anthropologen wie David Groenfeld, wurde sehr klar ausgemacht, dass es unterschiedliche Stimmen sein müssen, indigene Stimmen, der Fluss als die Stimme, die auch gehört wird. Also es wurde ein sehr ganzheitlicher Ansatz nach vorne gebracht, auch die Ökosysteme als einen Eigenwert haben, die in die Diskussion um Dilemmata mit einbezogen werden müssen. Also die Wasserethik ist ein Bereich, wo man ganz klar wird, eine rein utilitaristische Denkweise ist viel zu kurz gegriffen. Aber, und das wäre jetzt ans Publikum natürlich gefragt, welche Wertzuschreibungen geben Sie dem Wasser? Hat das Wasser sozialen Nutzen? Hat das Wasser kulturellen Nutzen? Also es sind ganz unterschiedliche Wertzuschreibungen, die hier gemacht werden können. Und ich möchte einfach so jeden auffordern zu überlegen, was das Wasser für einen Wert für einen selbst auch hat. An dem Punkt würde ich dann gern aufhören, weil ich denke, 5 Minuten sind rum und wir haben noch genügend Zeit zu diskutieren. Also meine beiden Impulse nochmal auf den Punkt gebracht. Wasser als globales Gemeingut mit aller Problematik in Trittbrettfahrer- und Versicherungsmentalität, aber auch die Grundsatzfrage sich zu stellen, was ist uns das Wasser wert? Also nicht, wem gehört das Wasser, sondern was ist der Wert, den wir dem Wasser zuschreiben? Danke, da bin ich sehr allgemein, aber ich bin auch die Moraltheologin und Ethikerin hier in der Runde. Danke. Ja, vielen Dank für Ihren Impuls. Und ich nehme auch mit, dass Sie auch hervorgehoben haben, alle müssen daran mitwirken. Man kann sozusagen nicht nur an eine Person oder eine Institution delegieren und die hat dann darüber zu entscheiden, sondern alle haben ihr Teil, ihr Schäfchen sozusagen beizutragen. Und ja, da bin ich auch gespannt nach einer Diskussion, wer sind denn all diese Schäfchen und was können die eventuell beitragen, um dann möglichst den bestmöglichen Nutzen für die Gesamtheit dann auch zu erlangen. Vielen Dank. Herr Utterlinger, wo sehen Sie die Herausforderung für das Augsburger Welterbe? Ja, erstmal vielleicht ganz kurz zu dem Thema Trinkwasser ein paar Worte. Es gibt kein wichtigeres Lebensmittel als das Trinkwasser, das wir täglich trinken. Ich hoffe, Sie trinken auch Leitungswasser und nicht Wasser aus irgendwelchen Plastikflaschen. Kein wichtigeres Lebensmittel wie Trinkwasser, aber auch kein wichtigeres Produkt wie Wasser. Wir brauchen Wasser, sage ich jetzt mal, nicht nur zum Trinken, sondern wir brauchen es zum täglichen Waschen. Wir nehmen es zum Kaffee kochen, wir benutzen es, sage ich jetzt mal, für Hygienehandlungen. Also es ist ein wahnsinnig wichtiger Stoff. Und immer wenn ich im Ausland bin, mir dort, sage ich jetzt mal, entweder geklortes Wasser ins Glas reinlaufen lasse oder mir Sixpacks kaufen muss, Plastikflaschen, dann schätze ich mich glücklich, dass ich wieder nach Augsburg zurückkehren darf. Und ich muss wirklich sagen, ich darf das Trinkwasser hier in Augsburg seit über 30 Jahren begleiten. Und ich behaupte mal, es gibt fast keinen schöneren Job, als für das wichtigste Lebensmittel des Menschen zuständig sein zu dürfen. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, das zu tun. Aber es ist auch eine große Anerkennung, die uns durch die UNESCO eben auch jetzt zuteil wurde hier in Augsburg, dass eben wir eigentlich weltweit im Prinzip dafür geadelt wurden, gelobt wurden, wie wir Augsburger mit unserem Wasser umgehen hier. Nicht nur mit unseren Bauwerken, die sicherlich auch sichtbar sind, die wunderschön sind, die erhalten wurden und erhalten werden müssen,
sondern wie wir auch mit dem Thema Wasser umgehen, sei es das Wasser jetzt mit den Bächen, das Herr Liebig täglich pflegt, oder sei es eben auch dann das Grundwasser, das wir als Stadtwerke Augsburg hier, die ich hier vertrete, täglich pflegen und daraus eben dann wirklich dieses wertvolle Trinkwasser gewinnen. Das ist mal so ganz kurz als Einstieg über die Bedeutung, dass das Wasser, Trinkwasser für mich hat. Und ich glaube, wir Augsburg können uns stolz sein dafür, dass eben auch wir für das, wie wir mit unserem Wasser, mit unserem Trinkwasser umgehen, dass wir hier, sage ich jetzt mal, eigentlich Vorbild sind und dieses Vorbild auch in die Welt hinaus tragen dürfen. Und damit verbunden ist natürlich nicht nur der Blick zurück auf unsere alten Bauwerke, auf das, was wir bisher geleistet haben, sondern da ist auch eine große Verpflichtung dabei. So wie man ein Gebäude im Prinzip unterhalten muss, am Leben halten muss, sanieren muss, so müssen wir auch das pflegen, was wir fürs Wasser geleistet haben, was wir fürs Trinkwasser geleistet haben. Und das idealerweise, sage ich jetzt mal, in der Qualität noch besser machen. Das ist, glaube ich, ein Auftrag, der uns gegeben ist von der UNESCO, eben das in die Welt zu tragen, aber auch das, was wir hier geschaffen haben, zu erhalten und möglichst, sage ich jetzt mal, auch in sorgsamen Händen zu halten. Zweites Thema wäre das Thema, wo sind die Risiken, wo sind die Konflikte, die mit dem Thema Wasser, Trinkwasser in Augsburg zusammenhängen. Und als ich eingeladen wurde, habe ich mir gedacht, Mensch, Augsburg ist da eine wasserreiche Stadt, wir haben super Trinkwasser, wir haben tolle Kanäle, wir haben tolle Bäche im Stadtwald Augsburg, wer da spazieren geht, sage ich jetzt mal, der wird begeistert sein. An einem lichten Sonnentag, sage ich jetzt mal, werden ihm die Augen aufgehen. Wo haben wir denn hier wirklich Nutzungskonflikte? Und je näher wir dieser heutige Tag gerückt ist, umso klarer ist mir geworden, dass es durchaus ganz erhebliche Nutzungskonflikte gab in der Vergangenheit, um das zu erreichen, was wir erreicht haben. Dass es aber auch sicherlich erst vor wenigen Jahren noch viele Nutzungskonflikte gab und durch den Klimawandel auch neue Nutzungskonflikte entstehen beziehungsweise Nutzungskonflikte verstärkt werden. Ich möchte ganz kurz ein bisschen starten bei dem, wo Nutzungskonflikte zu sehen sind und zu sehen waren. Bereits, wir haben ja gesagt, das Welterbe hier in Augsburg hat eine sehr, sehr lange Geschichte. Es geht über Jahrhunderte hinweg zurück. Und es war so, dass früher das Wasser, das Grundwasser, an Flächenbesitz gebunden war. Und deswegen hat sich die Stadt Augsburg bereits um 1600 herum um Land bemüht, um die Mehringer Au, also um bayerisches Land jenseits vom Lech, um dort Bäche zu haben, im Prinzip, wo man im Prinzip Wasser gewinnen konnte, wo man Wasser nutzen konnte. In der heutigen Zeit ist Wasser ja losgelöst, Grundwasser losgelöst vom Flächenbesitz. Aber damals musste man noch Fläche besitzen. Aber auch heute ist es so, dass die Flächen brauchen, um Grundwasser zu schützen. Grundwasser entsteht im Wesentlichen durch Niederschlag und der Niederschlag fällt auf Boden. Und je sauberer der Boden ist, auf dem der Niederschlag fällt, desto sauber wird das Wasser auch sein, das als Grundwasser, und wir dann letztlich aus Trinkwasser gewinnen können. Und so ist es auch dass wir 1990 hier in Augsburg begonnen haben, wir als Stadtwerke, denen ja das Trinkwasser von der Stadt übertragen wurde, uns darum zu kümmern, auch begonnen haben, Grundstücke aufzukaufen, im großen Stil, um dort den Grund und den Boden vollständig zu extensivieren. Sonderkulturen rauszunehmen, nehmen wir das Thema Maisanbau, Gülle beispielsweise, Erdbeerplantagen rauszunehmen, aber auch Industrieareale rauszunehmen, um ein riesiges Feld zu schaffen, südlich von Augsburg, südlich von unserem Brunnen im Prinzip, um dort im Prinzip den Nutzungskonflikt mit Landwirtschaft, mit der Flächennutzung, mit Industriegewerbe, aber auch mit Menschen, man hat sogar Wohnungen abgesiedelt, um mit Menschen im Prinzip dem aus dem Weg zu gehen. Und durch das Freiräumen dieses Raumes, und dabei sind Nutzungskonflikte entstanden, wenn ein Landwirt, sage ich jetzt mal, nicht mehr so wirtschaften darf auf seinem Feld, aufgrund von Auflagen, dann gibt es da Nutzungskonflikte. Und da sind Nutzungskonflikte entstanden, die behoben werden mussten, die aber auch letztlich jetzt Garant sind für das, dass wir in Augsburg eines der besten Wässer Europas haben. Lassen Sie mich noch einen Schritt weitergehen. Das ist das Thema jetzt, welche Nutzungskonflikte gibt es aktuell und welche werden wir in Zukunft haben. Je mehr ich darüber nachgedacht habe, dachte ich mir, ja, wir sind in einer wasserreichen Gegend, aber wir haben durchaus auch hier Konflikte. Ich glaube nicht unbedingt mengenmäßige Konflikte, aber es gibt durchaus Qualitätskonflikte. Und wenn ich denke, was wir heute schon an Stoffen im Vorfeld unserer Messstellen von unseren Trinkwasserbrunnen messen können, an Spurenstoffen, an potenziellen Medikamentenrückständen im Lech beispielsweise, dann läuft es einem gleich kalt den Buckel runter. Ja, das sind alles bloß Nanogramm, ganz, ganz niedrige Konzentrationen,
Aber das sind Dinge, die bedrohen unser super Trinkwasser, unser gutes Grundwasser, das wir haben. Natürlich auch die Organismen, sage ich jetzt mal, die im Grundwasser leben, aber auch natürlich die Tiere, die Fische, die im Lech leben. Und das sind wirklich die aktuellen Nutzungskonflikte, die ich ganz, ganz deutlich sehe. Und das benutzen wir alle selber, sage ich jetzt. Wir benutzen Shampoos, in denen Mikroplastik ist. Wir benutzen Tabs für die Spülmaschine, in denen Stoffe sind, die aus Spuren, sage ich jetzt mal, dann sowohl in der aquatischen Umwelt, aber auch in der Luft sind und durch Niederschlag auf den Boden fallen und zum Teil gar nicht mehr rausgenommen werden können. Wir haben südliche Nutzung durch den Flughafenlager Lechfeld beispielsweise, wo auch Stoffe eingesetzt werden, die fürs Grundwasser schädlich sind. Und last but least das Thema Klimawandel. Klimawandel hat Einfluss auf Grundwasser, auf die Wassermenge. Und wir wissen alle, Augsburg ist dann auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, geschont davor, aber wir wissen, dass die Grundwasserspiegel in Bayern sinken. Wir wissen, dass es deutlich längere trockene Perioden gibt, dass es Starkniederschläge gibt. Das heißt, auch in der Landwirtschaft, in der Landbewirtschaftung entsteht immer mehr Bedürfnis, Felder zu bewässern und im Prinzip damit, sage ich jetzt mal, natürlich auch eine Ressource, auf eine Ressource zuzugreifen, die eben auch in der Menge und nicht nur in der Qualität beschränkt ist. Und da sehe ich durchaus auch erhebliche Nutzungskonflikte für die Ressource Wasser, die uns da heute schon, aber auch zukünftig, sage ich jetzt mal, ereilt. So viel von meiner Seite aus mal als kleiner Einstieg. Dankeschön. Vielen Dank. Sie haben auch vor allem ja nochmal auf die Trinkwasserqualität abgehoben, die bis jetzt sehr gut ist und auch zukünftig sein soll. Und dass man da schon in der Vergangenheit gab es, sag ich mal, wirtschaftliche Konflikte, die haben sich, Sie haben es schon fast gesagt, aus dem Weg geräumt, was heute vielleicht schon schwerer wäre als damals. Aber genau eigentlich dieses Thema Eintragung und wo auch wieder, wo wir das Thema haben, jeder ist mitverantwortlich. Was kann jede einzelne Person, nicht nur Unternehmen, auch dazu beitragen, dass Trinkwasserqualität erhalten werden kann, aber vor allem eben auch denen, die Grundstücke gehören, dass man mit denen im Konsens sozusagen die Nutzung dieser Flächen sicherstellt, um die Trinkwasserqualität beizubehalten, ist bestimmt auch ein Thema, was wir nachher gerne nochmal oder was ich gerne aufgreifen würde. Vielen Dank. Herr Thoms. Ja, erstmal freue ich mich hier in dieser Runde für eine Bürgerinitiative auch sprechen zu dürfen. Als der bin ich eingeladen, als Vorsitzender der Wasserallianz Augsburg. Ich möchte zunächst, das ist zwar jetzt nicht mein Konzept gewesen, aber gleich mal anknüpfen an diese Spurenstoffproblematik, die der Herr Dr. Tillinger angesprochen hat. Also ich selber komme ja aus dem Bereich Abwasser von der Stadtentwässerung Augsburg und es ist bestimmt sehr vielen bekannt, was gerade für eine Diskussion bei uns stattfindet bezüglich der Spurenstoffelimination im Abwasser. Da findet gerade ein Stakeholder-Dialog auch in Deutschland statt, wo eben die chemische Industrie, ja, auch die Arbeitnehmervertreter sind da auch als Lobby beteiligt. Deswegen bin ich involviert in die Geschichte über die Bundesfachgruppe der Wasserwirtschaft von Verti. Da sind wir auch mit vertreten eben in diesem Stakeholder-Dialog. Und es ist für uns eine wesentliche Aufgabe, eben diese Einträge ins Abwasser, da eben Einfluss zu nehmen und vor allem uns zu überlegen, wie bringen wir das Ganze wieder raus. Da kommen natürlich verschiedene Interessen kommen da in Konflikt, Interessen der chemischen Industrie, die natürlich ihr Zeug absetzen wollen, ja, Diclofenac, alles Mögliche. Der Herr Dr. Tillinger weiß, was er alles findet an Spurenstoffen in seinem Trinkwasser. Und, ja, und vieles andere, Hormone. Ja, also wir haben bei uns zum Beispiel im Klärwerk einen Fischteich, der rein mit Abwasser betrieben wird, wo jährlich Fische dann eben kontrolliert werden auf Hormonrückstände, auf andere Rückstände, chemische Rückstände. Und es ist festzustellen, es ist auch eine Feststellung, dass immer mehr Fische zwittrig sind. Ja, dass also auch ein Problem entsteht beim Weiterbestand unserer Fauna in den Gewässern. Also das ist eine Herausforderung der Zukunft, passt insofern eben ja auch zur Herausforderung als Welterbe. Wir werden sehen, sind einige Sachen im Gespräch, wie die vierte Reinigungsstufe, da ist Baden-Württemberg ein Vorreiter. Mit der Bodensee-Wasserversorgung müssen sie auch was tun.
ne, weil die haben nicht das Glück wie wir in Baden-Württemberg, dass sie feines Trinkwasser bereitgestellt durch eine schiefene Ebene von den Alpen zur Donau bekommen, wo es uns recht einfach macht, sondern die müssen es vom Bodensee beziehen. Und wenn der Bodensee halt dementsprechend kontaminiert ist, haben die ein Problem, weil es nämlich sehr, sehr teuer ist, diese Spurenstoffe aus dem Wasser zu entfernen. Kurzer Diskurs so in die Herausforderung. Wir werden da einiges erleben, denke ich, in der Zukunft. Meines Wissens ist dieser Stakeholder-Dialog auch so jetzt langsam mal mit Ergebnissen beendet. Was jetzt für Resultate daraus folgen, auch seitens der Politik, was für Vorgaben gegeben werden und vor allem auch die Diskussion, wer zahlt denn das? Ne? Ist der Bürger derjenige, der dann die vierte Reinigungsstufe zahlen muss? Oder ist nicht auch der Hersteller von diesem ganzen Zeug, ja, denn nicht auch in die Verantwortung zu nehmen? Und auch die Sensibilisierung von uns Bürgerinnen und Bürgern. Ja, müssen wir denn wirklich unsere Rheumacreme jeden Tag ans Knie schmieren? Ja, die wahrscheinlich, auch wenn die Werbung es verspricht, nicht unbedingt so viel bringt. Okay, also Herausforderung sicherlich auch der Klimawandel, Spurenstoffe. Der Klimawandel, wir wissen, andere Gegenden wie zum Beispiel in Franken, also nördlich der Donau bei uns, ne, die beziehen inzwischen auch schon, die holen ihr Wasser, weil sie eben im Karstgebiet leben und auch wieder nicht diese günstigen Voraussetzungen haben, wie wir in Augsburg, bis in Allgäu, ne, wem das was sagt, also das ist kurz vor Meidingen, also aus dem Lechtal bezieht die Franken Wasser, beziehen die Franken auch ihr Trinkwasser. Also da sieht man schon diese Nutzungspotenziale, die natürlich auch bei zurückgehenden Niederschlägen, wir wissen, die Niederschläge gehen nicht zurück, sie kommen halt einfach heftiger, ja, wo es uns einfach davon fließt, aber grundwassermäßig werden wir auch hier mit weniger Grundwasser künftig bedacht werden, auch wenn man einfach sieht, dass in den Bergen unsere Gletscher dramatisch zurückgehen, dass dieser Grundzufluss aus den Bergen auch wahrscheinlich früher oder später bei uns auch ausbleiben wird, sodass ich denke, dass auch wir uns da vielleicht auch über Maß halten, künftig Gedanken machen müssen, wie wir denn weiterhin unsere Ressource hier in Augsburg auch zur Verfügung haben. Deswegen auch unser Weltkulturerbe, diesen Schatz, den wir haben im Süden von Augsburg, wo seit vielen Jahrhunderten eben schon die Bürgerschaft von Augsburg dafür gesorgt hat, dass wir eben diesen Schatz vor der Türe haben. Und ich habe mir sagen lassen, da gibt es sehr wenig Städte, Großstädte, die dieses Glück haben, eben so frühzeitig schon für ihren Bestand dafür zu sorgen, dass es vorhanden ist. Ja, die Wasserallianz Augsburg, ne? Wir sind auch so ein Part. Wir haben uns damals 2001 in den Zeiten des Neoliberalismus haben wir uns zusammengeschlossen, heute als eingetragener Verein, weil damals die Herausforderung drin bestand, vielleicht in der Zukunft auch wieder besteht, dass man den letzten Wirtschaftszweig der öffentlichen Daseinsvorsorge liberalisieren wollte. Ja, also man wollte die Wasserwirtschaft genauso wie die Energiewirtschaft, wie die Gaswirtschaft in den Markt bringen. Wir waren der Meinung, dass das nicht gut ist. Ja, deswegen gibt es auch andere Initiativen, weil ich gerade eben gehört habe, also in dieser Zeit ist zum Beispiel auch Hamburg Wasser entstanden, auch eine Bürgerinitiative. Der Berliner Wassertisch ist damals entstanden. Dann gab es in Nordrhein-Westfalen auch Bürgerinitiativen, die sich der Sache angenommen haben. Natürlich auch unser großer Bruder, die Münchner Wasserallianz, die sich auch in dieser Zeit gefunden hat, um eben mit den Bürgern zusammen aufzustehen und zu versuchen, diese Liberalisierungsvorhaben eben ja, aus den Köpfen der Politiker zu bringen. Ja. Wir haben damals Bürgerbegehren gemacht, die auch diese Intention hatten, Wasser ist keine Ware.
Wir haben damals auch ganz tolle Aktion gemacht, das erste europäische Bürgerbegehren. Wasser ist ein Menschenrecht. Erfolgreich. Was mich damals sehr gefreut hat, dass wir da seit an seit mit den Stadtwerken, mit Verbänden, mit dem BDEW, mit der VKU, alle an einem Strang ziehen konnten, um eben mit diesen Bürgerbegehren auch die Europäische Kommission von diesem Vorhaben abzubringen. Und wir können heute sagen, es ist uns gelungen. Ja, also da dürfen wir richtig stolz drauf sein. Und die Bürger wollen das nicht und die Bürgerinnen. Wir wollen, dass Wasser keine Ware ist und eben kein Renditeobjekt ist, sondern es muss das kosten, was es kosten muss, um eben die Förderung und die Bereitstellung eben zu gewährleisten. Natürlich auch, um eben gewisse andere Nutzer davon abzubringen, was die Stadtwerke ja vorbildlich machen, indem sie der Landwirtschaft Ausgleichszahlungen gibt, dass sie eben keine schädlichen Einträge nicht ins Grundwasser bringen. Das ist eine Anstrengung, das zahlen natürlich auch die Augsburgerinnen und Augsburger mit ihrem Wasserpreis. Aber das ist sinnvolle Verwendung eines Gewinns. Es ist auch eine sinnvolle und notwendige Verwendung eines Gewinns, um die Infrastruktur eben aufrechtzuerhalten. Ja? Also klar, wenn ich irgendwie so etwas in Grund und Boden fahre, dann habe ich irgendwann einmal das Problem, dass ich aus eigener Kraft nicht mehr den Fortbestand von meiner Wasserversorgung unter Umständen oder auch Abwasserentsorgung eben entsprechend bewerkstelligen kann. Das ist wichtig, aber man muss darüber, oder es ist unsere Ansicht, unsere feste Ansicht, man darf darüber hinaus keine Gewinne an irgendwelchen Aktienmärkten oder sonstigen Gesellschafterbeteiligungen da Gewinnausschüttungen machen, die über jetzt auch gesetzliche Vorgaben, wie jetzt das kommunale Abgabengesetz und so weiter hinausgehen. Das meinen wir ist falsch. Wir haben damals mit diesem Bürgerbegehren Wasser ist keine Ware, was vielen Augsburgerinnen und Augsburger gar nicht so bewusst ist. Wir haben damals das Bürgerbegehren mit über 25.000 Unterschriften eingereicht. So viel hatte noch kein Bürgerbegehren in Augsburg bisher. Es werden andere genannt, Stadtbücherei und so, aber wir sind da stolz drauf und vor allem hat es uns gezeigt, dass wir die Bürgerinnen und Bürger in der Hinsicht voll hinter uns haben. Ja, Wasser ist keine Ware, ich habe es erwähnt. Wasser ist unabdingbar für unser Leben. Wem gehört das Wasser? Möchte ich damit beantworten, es gehört den Lebewesen dieser Erde. Ja, denn es ist notwendig zum Fortbestand. Denn wir wissen selber, wie lange wir ohne Wasser leben können. Also das ist eine kurze Zeit. Und ohne Luft natürlich auch, ist klar, aber es ist einfach Lebenselixier, darf keine Ware sein. Herausforderung für uns natürlich auch, für Kommunen, ist natürlich auch die ständige klamme Haushaltssituation, wo doch immer wieder auch Kommunen veranlasst, dann hier den Schritt in die Privatisierung zu gehen. Zurzeit, Gott sei Dank, ist dieses Damoklesschwert nicht mehr in vielen Munden. Aber wir wissen nicht, wie es weitergeht, ob denn nicht die Kommunen irgendwann mal wieder das als notwendig sehen, um kurzfristig ihren Haushalt zu sanieren, wieder zu solchen Mitteln greifen wollen. Da sind wir wachsam, ja, und wir sind überzeugt davon, dass die Bürgerinnen und Bürger uns wieder unterstützen werden. Deswegen ist es für uns auch wichtig, dass der größtmögliche Einfluss der Bürgerinnen und Bürger auf ihre Betriebe erfolgen kann. Und das bedeutet, dass diese Betriebe, sei es die Abwasserentsorgung, als auch die Wasserversorgung, zu 100% in kommunalem Eigentum sind. Das ist für uns eine wesentliche Geschichte, eine wichtige Geschichte, denn nur so ist wirklich auch gewährleistet, dass die Bürgerinnen und Bürger über die Mandatsträger in unserer Demokratie auch direkten Einfluss auf ihre Betriebe haben. Wenn das irgendwann mal an der Börse notiert ist, hat der Bürger keinen Einfluss mehr drauf, was mit seinem Betrieb passiert.
er ist ein Renditeobjekt und Sparkasse für irgendwelche Leute, die es eh schon haben. Was wir noch für die Herausforderung haben, das ist natürlich auch, wir müssen gucken, dass wir unseren Bestand hier, das, was wir in Augsburg haben an historischen Gütern, an dem Schatz, unser Hauenstädter Wald, Sieben-Tisch-Wald, die historischen Kanäle, die wir haben, die Wasserkunst, die Wassertürme, die alten, das kostet alles Geld. Ja. Also ich hoffe, dass auch wir in Augsburg weiterhin die finanziellen Möglichkeiten haben, das alles auch zu unterhalten. Es ist eine Herausforderung. Man muss da auch offen damit umgehen. Natürlich muss das auch betreut werden. Ja, also wir haben bei uns über verschiedenste Referate bei der Stadt die Betreuung des Wasserkulturerbes. Also sei es jetzt vom Tiefbauamt Wasser- und Brückenbau, sei es von den Stadtwerken. Wir haben da eine Vielfalt von Menschen, die da arbeiten. Und wir haben eine Herausforderung, die haben zumindest wir jetzt hier bei uns bei den städtischen Beschäftigten, ich möchte es einfach ansprechen, Fachkräfte. Die Fachkräfte wachsen in der Zukunft nicht auf den Bäumen, das wird einigen schon aufgefallen sein. Und dass wir die guten Leute kriegen, die wir benötigen, um das alles aufrechtzuerhalten, ja, dazu müssen wir auch den Boden bieten, dass die Leute auch bei uns gerne arbeiten. Ja, und nicht lieber bei Siemens oder sonst wo sind, sondern auch zu den Stadtwerken gehen oder zur Stadt Augsburg gehen, um da eben in so einem tollen Feld arbeiten zu können, zu wollen. Ja, das ist eine wichtige Herausforderung, die wir mit Sicherheit haben. Ja, ich möchte jetzt einfach mal, ich habe noch ein bisschen ein paar andere Sachen, aber ich glaube, ich habe die 5 Minuten schon lang überschritten. Und deswegen möchte ich jetzt einfach mal hier einen Break machen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für Plädoyer. Ware als Allgemeingut zu sichern, Wasser als Gemeingut zu sichern und es nicht als Ware zu sehen, aber das würde ich tatsächlich gerne nachher mal diskutieren. Darf man mit Wasser keinen Profit machen? Ja, nein. Oder wenn ja, in welchen Grenzen? Ist, denke ich mal, auch was man diskutieren kann. Die Argumente, die Sie jetzt angeführt haben, ich als Berliner, bei uns ist das Thema nicht Wasser, sondern Wohnen. In dem Sinne kann ich sofort sozusagen vieles nachvollziehen oder die Diskussion ist mir dann bekannt. Und in dem Sinne fände ich es mal gleich interessant, das über das Thema Wasser mal zu erörtern, wie man damit umgehen kann. Herr Liebig. Herr Thomsen, ich werde versuchen, ein bisschen wieder aufzuholen. Ich versuche es mal einzukürzen. Ich habe mein Konzept gerade gedanklich schon komplett über den Haufen geschmissen. Ich habe mir schon gedacht, dass wir, wenn wir jetzt über das Thema Wasser hier diskutieren, in dem Rahmen sehr stark auf das Thema Nachhaltigkeit abdriften werden. Wir werden heute wahrscheinlich auch noch sehr viel über das Thema Klimawandel sprechen, über Gerechtigkeit, globale Gerechtigkeit. Daher mein Statement, ich vertrete ja nicht nur den Landschaftspflegeverband, da werde ich gleich darauf zurückkommen, sondern ich vertrete auch die Umweltstation Augsburg. Wir sind eine staatlich anerkannte Bildungseinrichtung, die Bildung für nachhaltige Entwicklung betreibt seit 2007. Wir werden im nächsten Jahr im Botanischen Garten, auf dem Gelände des Botanischen Gartens, ein gerade entstehendes Umweltbildungszentrum beziehen. Und dieses Umweltbildungszentrum ist ja auch nach Willen des Stadtrates, nach dem Wassermanagementplan der Stadt Augsburg zu diesem Welterbe, eine der dezentralen Lernorte. Und wir werden dort versuchen, eben diese Sensibilisierung in der Bevölkerung zu verankern. Wir wollen da Debatten lostreten, gesellschaftliche, in denen es eben darum geht, dass sich die Gesellschaft auf diese Frage mal konzentriert. Wem gehört das Wasser? Ist das Ganze gerecht? Wie müssen wir uns verhalten, wenn wir eine nachhaltige Wasserversorgung gewährleisten wollen? Also das wird im Umweltbildungszentrum stattfinden. Aber ich möchte noch mal ganz kurz auch auf den Landschaftspflegeverband zurückkommen und damit einsteigen. Wir tun ja eigentlich etwas, was jetzt hier irgendwie gar nicht so richtig in den Rahmen passt. Wir machen ganz klassische Biotoppflege. Also das heißt, wir kümmern uns um biologische Vielfalt, Biodiversität. Und wer sich um dieses Thema kümmert in Mitteleuropa, der wird nicht umhinkommen, sich mit der Entstehung einer Landschaft zu beschäftigen, die wir als Kulturlandschaft umschreiben.
Also nichts in Mitteleuropa, aber auch wirklich gar nichts, ist nicht vom Menschen beeinflusst. Wir haben keine Naturlandschaft mehr. Jede Landschaft, die ist in irgendeiner Weise vom Menschen gestaltet worden. Und die Biotope, die wir erhalten, wie zum Beispiel die Augsburger Lechheiden, sind eben auch ein Ergebnis dieser menschlichen Tätigkeit. Wir leben jetzt hier in einer Stadt, die sehr alt ist, 2000 Jahre. Sie hat eine großartige Geschichte und Augsburg hat gewirtschaftet. Hier haben Menschen gelebt, tun es natürlich heute auch noch. Und diese Menschen haben Bedürfnisse gehabt, sie haben konsumiert, auch schon vor 1000 Jahren. Und das, was sie hier konsumiert haben, konnte man in Augsburg nicht produzieren, Lebensmittel. Das heißt, sie haben Einfluss gehabt, indirekten Einfluss darauf, was in der Kulturlandschaft letztendlich an Wirtschaftsaktivitäten gelaufen ist. Wenn man Fleisch isst, braucht man Rinder. Und die Rinder, also man hat hier sehr viel Rind gegessen, die sind irgendwo auf irgendwelche Weiden getrieben worden. Und diese Weiden, die wir heute haben, sind Ergebnis dieser alten Weidetätigkeit. Die Augsburger haben Wasser gebraucht. Damit komme ich jetzt zu dem Thema. Und dieses Wasser, das wissen wir, und deswegen ist Augsburg auch Welterbe, wurde immer auf eine ganz besondere Art und Weise, auf eine besonders kluge Art und Weise nach Augsburg geleitet. Bereits 1416 hat man gemerkt, okay, wir brauchen dieses glasklare Wasser, was in den Lechauen entspringt, diese Quellbäche, die Gießer, und dieses glasklare Wasser, das wollen wir auch wirklich genau so in Augsburg verteilen. Und dann sind die Wassertürme am Roten Tor entstanden und man hat ein sehr ausgeklügeltes System entwickelt, wie dieses Wasser nach Augsburg geleitet wird. Dafür ist Augsburg auch schon damals weltbekannt gewesen und man hat immer auf die entsprechenden Ansprüche, Herausforderungen eine Antwort gefunden. Und das ist wiederum ein Teil der Kulturlandschaft, die wir heute im Stadtwald finden, dieses bei den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt sehr beliebte System aus Bächen und Kanälen, insgesamt 70 Kilometer, die eben wirklich in besonderer Art und Weise zeigen, wie die Augsburger ihre Trinkwasserversorgung über Jahrhunderte organisiert haben. Warum sage ich das? Wir verbrauchen heute, Stand heute, 120 Liter Wasser pro Kopf am Tag. Brauchwasser. Das ist so der Schnitt in Deutschland. Wir sind da gar nicht so schlecht, die Amerikaner brauchen 300, aber man könnte rein theoretisch noch besser werden. Und natürlich ist es genau so, wir Augsburger haben das große Glück, dass, welche Großstadt gibt es das schon, wo gibt es das schon, dass wir im eigenen Stadtgebiet, Herr Dr. Tillinger, so gutes Wasser an die Bürgerinnen und Bürger liefern können. 120 Liter, das hat natürlich Auswirkungen auf die Landschaft vor Ort. Nun gibt es aber noch eine weitere Zahl, die ich erschreckend finde. Das ist die Zahl 4000 Liter pro Kopf und Tag. Und das ist der virtuelle Fußabdruck. Und damit komme ich wieder auf den Punkt, auf den ich eingangs versucht habe hinzuweisen. Wir haben als Augsburger in der Entstehung dieser Stadt eine Kulturlandschaft entstehen lassen, die wir heute hegen und pflegen, in der wir uns heute wohlfühlen, in der wir Erholung suchen. Naturpark Augsburg, Westliche Wälder ist auch so ein Punkt. Das ist sind Landschaften, da haben wir in Augsburg einen Beitrag dazu geleistet, dass die sich so entwickelt haben und heute schützen wir diese Kulturlandschaften. Und was wir heute machen, aus dieser lokalen Einflussnahme machen wir eine globale. Das heißt, wir konsumieren auch heute, aber die Konsumgüter, die wir heute konsumieren, die werden in weit entfernten Regionen produziert und da wird Wasser gebraucht. Wir haben jetzt hier das Glück, Herr Dr. Utschelinger, 15 Milliarden Kubikmeter Wasser werden in Bayern jedes Jahr neu entwickelt und 700 Millionen Kubikmeter werden gebraucht. Wir leben in einem humiden Klimagebiet, also in einem Gebiet, in dem die Grundwasserneubildungsrate höher ist als das, was wir entnehmen. Wir leben damit noch nachhaltig noch. Aber wir sind eben auch in semiariden Klimagebieten unterwegs, indem wir dort Soja produzieren, Rindfleisch produzieren, was wir hier konsumieren. Und damit importieren wir Wassermangel in ariden und semiariden Klimagebieten auf der Welt. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt, den ich in dem Zusammenhang gerne ansprechen möchte. Und damit komme ich auch zu dem Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung und der Frage, was dieses Welterbe für Augsburg bedeutet. Wir haben hier die einmalige Chance in Augsburg mit diesem Welterbe genau diese Themen zu platzieren und für eine nachhaltigere Gesellschaft
einzutreten und hier Vorreiterrollen einzunehmen, um einfach zu zeigen, wie sowas funktionieren kann. Und dazu müssen wir die Menschen mitnehmen. Wir müssen wirklich erreichen, dass jeder Einzelne sein eigenes Konsumverhalten überdenkt und sich darüber im Klaren ist, dass eine Jeans 15.000 Liter Wasser verbraucht, dass das Kilo Rindfleisch 20.000 Liter Wasser verbraucht und dass dieser virtuelle Fußabdruck von, wie ich finde, erschreckend, 4.000 Liter pro Tag, also das sind 4 Kubik, das ist genau dieses Swimmingpool, was sich einige in ihren Garten stellen, jeden Tag auf der Welt quasi verbrauchen. Das ist enorm viel. Und das ist für mich das wirklich Herausragende an dem Welterbe. Es sind die Baudenkmäler, die sind ehrfurchtserregend. Und wir haben hier ganz tolle, diesen Augustusbrunnen, faszinierend. Und wir können hier sehr viel zeigen. Aber wir können auch einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige Stadtgesellschaft leisten, wo wir auch Vorreiterrolle spielen können. Und ich bin sehr froh, dass wir in Augsburg dieses Umweltbildungszentrum bauen, wo wir dann genau diese Aufgaben angehen werden im nächsten Jahr und wo wir auch dieses Welterbe bespielen werden, und zwar mit der wichtigsten Aufgabe des Welterbes, nämlich auch einem Bildungsauftrag. Das ist nämlich auch was mit unserem Welterbe zu tun hat als Verantwortung. Ja, damit hoffe ich, dass ich die 5 Minuten unterschritten habe und Herr Thomsen ein bisschen Ihrer Zeit wieder gut gemacht habe. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, jetzt haben Sie jetzt nochmal als neuen Aspekt vor allem genau das Thema Vermittlung aufgeworfen und Vermittlung nicht nur im Lokalen, sondern in dem Sinne die Vermittlung dann auch im Globalen, sprich, dass andere davon lernen können, beziehungsweise man lokal auch wiederum seine Verantwortung wahrnimmt fürs Globale. Jetzt mischen sich hier viele Ebenen, aber ja, schauen wir mal, wie wir das nachher alles wieder zusammen oder wie wir das zusammenführen und aufgreifen. Herr Söntgen, Ihr Einführungsstatement bitte. Ja, genau. Also ich kann mich vielem schon anschließen und könnte das Wort jetzt Ihnen wiedergeben. Ich finde auch, was Herr Thoms gesagt hat, das ist ja auch eine ganz große Stärke hier in Augsburg, dass wir so viele Bürgerinnen und Bürger haben, die auch ehrenamtlich sich fürs Wasser engagieren und die darin auch wirklich ein kulturelles und politisches Thema sehen. Das finde ich also wirklich ganz, ganz wichtig. Auch die Naturschützer zählen ja dazu, wie der Eberhard Pfeuffer oder der Herr Groß und viele andere, die da wirklich auch tätig sind. Und natürlich alle in den Ämtern und auch Unternehmen, die sich auch für ökologische Belange interessieren. Sie haben gesagt jetzt, oder mehrfach ist angesprochen worden, Klimawandel. Das ist aber jetzt nicht die einzige Krise, die uns beschäftigen wird in der nächsten Zukunft, sondern das sind mindestens 3 Krisen, was jetzt auch die Umweltthematik angeht. Das ist erstmal das Artensterben sicherlich, das uns auch hier in Bayern betrifft. Also in meiner Lebenszeit hat sich die Zahl der Populationen von wildlebenden Tieren halbiert. Ja, und das betrifft ganz besonders diejenigen Tiere, die an Gewässern leben und zum Beispiel Amphibien und viele andere Molche und so weiter. Also die werden immer weniger, wir sehen das ja auch. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe für die Zukunft. Deswegen gibt es ja jetzt auch diese große Konvention. Also das finde ich, ist etwas, was uns sehr, sehr beschäftigen muss. Das ist, also finde ich, auch eine kulturelle Pflicht, dass wir diese Lebewesen erhalten und auch diese Lebensräume gerade am Wasser erhalten. Da sage ich auch gleich noch was zu. Klimakrise, ich meine, wir haben jetzt 8,3 Grad Celsius Durchschnittstemperatur in den letzten 50 Jahren gehabt, das werden aber in 20 Jahren schon 10 Grad sein und jeder, der sich mal mit größerem Fieber um die 40 Grad ins Bett legen musste, der weiß, dass 40 Grad ist schon eine Ansage, aber 41 Grad ist dann schon sehr bedrohlich, also 42 Grad kaum noch überlebbar und da sieht man dann, wie viel schon so ein Grad Celsius eben ausmachen kann. Herr Ottelinger hat schon richtig gesagt, das wird jetzt nicht sozusagen die Quantität betreffen, der Klimawandel, aber es wird die Qualität betreffen, weil wir auch mehr Starkregenereignisse haben. Wir werden im Sommer viel mehr Dürren haben, das merken wir ja jetzt schon. Es kommen auch viel mehr Hitzetage auf uns zu. Hitzetage, die wir in unserer Stadt eben auch etwas kühlen können durch die vielen Kanäle. Das finde ich also da auch ganz wichtig, dass die ja in den 70er, 80er Jahren dann auch geöffnet wurden. Da können wir jetzt nur die Weitsicht dieser Leute, die das damals durchgesetzt haben, sehr schätzen. Also das ist Klimawandel und dann haben wir natürlich noch eine Rohstoff- oder Stoffkrise, also Rohstoff- und Energiekrise, jetzt nicht erst durch die Ereignisse in der Ukraine und den Krieg, den Russland dort führt,
sondern schon vorher natürlich, dass viele, viele Stoffe, die wir dringend brauchen für unsere ja, landwirtschaftliche Produktion, aber natürlich auch für unsere industrielle Produktion, die werden immer knapper. Herr Thoms, Sie arbeiten im Klärwerk, natürlich Phosphor zählt auch dazu, weil Phosphor natürlich kommt auch aus einer lupenreinen Demokratie. Natürlich in Marokko wird es abgebaut, wird auch immer schlechter an sich, weil es natürlich immer mehr Cadmium hat oder Uran auch. Und auf der anderen Seite zu unserem Wassersystem zählt natürlich auch das Abwassersystem. Und damit geht ja im Moment noch, der Phosphor wird ja, also der Klärschlamm wird ja jetzt stofflich nicht wiederverwertet, thermisch wiederverwertet. Das sind ganz wesentliche Aufgaben. Die EU hat uns das ja auch schon quasi aufgetragen. Bis 2029 musste auch was passieren. Da möchte ich auch nochmal an ein Buch erinnern, was Frau Schlögel-Flierl herausgegeben hat über den Phosphor. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Ressource, die für die Landwirtschaft unerlässlich ist. Und Frau Schlögel-Flierl hat ein Buch mit einem Kollegen aus der Naturwissenschaft rausgegeben. Also da finde ich, was diese Rohstoffkrise angeht, da haben wir auch, was das Wasser betrifft, eben wirklich noch sehr viel zu tun. Also da glaube ich, liegen die großen Aufgaben, Klimawandel, Artenschutz und eben ja, Stoffkrise. Es kommen uns ja auf der anderen Seite wieder, wie Herr Ottilinger gesagt hat, selbstgemachte Stoffe überall entgegen. Aus dem Brunnen in der Meeresgischt ist inzwischen schon Mikroplastik nachgewiesen. Auf den Gletschern liegt es rum und so weiter. Also und jetzt die eben endokrine Disruptoren sind im Grundwasser. Deswegen, weil wir die natürlich alle schlucken, verwenden als Medikamente für alle möglichen Zwecke. Sie hatten Diclofenac genannt. Da müssen wir eben was tun. Da müssen wir zu einer ganz anderen ökologischen Kultur auch kommen. Das sehe ich wirklich die Aufgabe. Und was mir besonders am Herzen liegt, das ist das, was auch Herr Liebig gesagt hat, ja, wem gehört das Wasser? Da glauben wir immer, wir hätten ein Recht auf das Wasser. Ja? Aber wir haben auch eine Verpflichtung dem Wasser gegenüber. Also das ist ja das, was der Herr Ottilinger macht. Es geht ja auch darum, dass man sich sozusagen auf die Eigenzeiten des Wassers einlässt. Ja? Dass man eben auch die Zeit gibt und den Raum, damit es sich in dieser Reinheit, die wir brauchen, auch wieder neu bilden kann. Wir brauchen mehr Platz für das Wasser an den Flussstrecken, jetzt vor Augsburg zwischen Mandichersee und Hochablass. Da ist ja das Projekt Likaliber jetzt auch am Start. Das betrifft im Übrigen auch das Grundwasser. Das finde ich ganz, ganz wesentlich, dass wir da Initiativen haben, um dem Lech eben wieder mehr Freiheit, mehr Rechte zu geben, damit er ein bisschen mehr fließen kann, wo er will. Und sich dadurch auch nicht so extrem eintieft, sodass wir ihn irgendwann verlieren oder wenigstens in dieses Risiko geraten. Das finde ich sehr wichtig. Ich finde es auch ganz toll, dass sich die Wasserwerke, also einige zumindest, will ich jetzt mal sagen, für diese Thematik verstärkt interessieren. Also die Lechwerke beispielsweise haben auch eigene Projekte, um sozusagen die Flüsse wieder etwas mehr zu vitalisieren. Denen steht natürlich auch schon wieder der Gesetzgeber sozusagen im Rücken, denn die müssen natürlich auch, um ihre Lizenzen weiter fortsetzen zu können, müssen sie natürlich auch ökologisch aktiv werden. Aber sie machen das auch aus Überzeugung vielfach. Das finde ich, sind ganz wichtige Projekte, wo wir aber wirklich auch noch besser werden müssen. Und das nutzt dann wieder auch den First Nations am Wasser, also den Lebewesen, die jetzt keine Menschen sind, die aber das Wasser genauso brauchen wie wir, die in den Auwäldern leben, die im Wasser selbst leben, im Fluss und für die die Durchgängigkeit des Flusses dann wieder ganz wichtig ist, die hohe Qualität auch des Wassers, eine bestimmte Temperatur des Wassers. Forellen können ja bei 20 Grad dann nicht mehr leben, also insofern betrifft das der Klimawandel, betrifft eben auch die Flussbewohner. Also da sehe ich wirklich ganz besondere Aufgaben. Mir ist eben wichtig, dass wir nicht nur die Menschen, wem gehört unter uns das Wasser, nein, wir müssen auch schon noch was übrig lassen für die nichtmenschlichen Lebewesen. Und das kommt uns dann auch zugute. Denn wir wollen ja auch in wirklich naturnahen Gewässerlandschaften, die auch schön und ästhetisch sind, uns ergehen. Wir haben an der Universität Augsburg einen Schwerpunkt Umwelt und Gesundheit. Und da ist ein großes Forschungsthema Blue Space. Also wenn Leute auf Wasser gucken, wenn sie in der Nähe von fließenden Gewässern leben,
wirkt sich das sehr positiv auf die Gesundheit, auch auf die Heilung im Übrigen aus. Also sie brauchen auch weniger Schmerzmittel, wenn sie nach einer Operation genesen, wenn sie wirklich auf Wasser gucken können. Also insofern tun wir uns auch selbst einen Gefallen, wenn wir das im Blick haben, wenn wir auch wirklich naturnahe Gewässerlandschaften schaffen. Das wäre mir sehr wichtig. Ich weiß auch, es ist dem Herrn Liebig auch sehr wichtig, sicher auch dem Herrn Tillinger und uns allen auch. Frau Schlügel-Flier hat ja die Wasserethik angesprochen. Wir müssen dem Wasser auch mehr Freiheiten geben. Jetzt haben wir noch weitere Facetten sozusagen hinzubekommen. Es geht sozusagen nicht nur den Mensch als Nutzer des Wassers, sondern dass sozusagen Wasser auch der Flora und Fauna wichtig ist und dient und sie es genauso zum sozusagen Überleben, zum Leben brauchen und man dem eben auch gerecht werden sollte. Ja, es sind wirklich sehr viele Facetten hier aufgetan worden. Große Konflikte zumindest innerhalb dieser Podiumsdiskussion konnte ich jetzt nicht auftun, weil aber anscheinend auch Augsburg viel richtig gemacht hat mit dem Blick auf das Wasser. Ich denke mal, das ist ja auch ein Grund, warum es den Welterbetitel bekommen hat. Und es ist, finde ich, immer eine ganz komfortable Position, wenn man aus dem gut Funktionierenden sich Gedanken machen kann, wie muss es zukünftig sein, damit es weiterhin gut funktioniert und man sich nicht erst dann Gedanken macht, wenn sozusagen die Probleme so vor der Haustür stehen, dass man selbst nicht, dass man nur noch reagiert und nicht mehr agieren kann. Und das würde ich jetzt doch gerne hier in der Runde dann mal diskutieren, wie sollte sich eigentlich das Wassermanagementsystem weiterentwickeln, wo muss es sich weiterentwickeln, wo muss es sich anpassen. Als ein Thema wurde das Thema Stoffeintragung hier angesprochen. Wie kann man das vermeiden? Das ist, glaube ich, schwer von einer Institution. Da kommen wir zum Thema Verantwortung aller. Sprich, was kann der Augsburger tun, um hier überhaupt sich dessen bewusst zu werden, was er tun kann. Da haben wir das Thema wieder Vermittlung, was angesprochen wurde. Aber genau, was kann er tun? Wie kann man da die Bevölkerung zu bringen? Aber Einleitungen kommen ja auch durch Krankenhäuser und ähnlich, also auch durch Institutionen. Wie kann man diese mit ins Boot holen und mit denen darüber sprechen? Das wäre so meine erste Frage in die Runde. Was kann man in diesem Bereich tun, um Thema Eintragung, auch andere Sachen, die relevant sind, dort den Bürger das Verständnis bekommen und auch aufzeigen, was möglich ist. Was kann da überhaupt diesbezüglich getan werden? Wer möchte darauf reagieren? Ja, mache ich kurz vielleicht den Start, weil ich denke, das Thema Spurenstoffe war ja eines, das ich vorhin ansprach und das eben für mich jetzt mit die größte Bedeutung eigentlich für die nächsten 15 Jahre eigentlich hat. Und ich glaube, es kann jeder was beitragen. Jetzt einfach, jetzt bloß so sagen, die böse Chemie oder die böse Pharmaindustrie, wir alle, sage jetzt mal, wir schmieren, sage jetzt mal, irgendwie Salben hin, wenn uns was wehtut, sage jetzt mal, wir alle benutzen diese Tabs, sage jetzt mal, für unsere Spülmaschinen. Wir alle, sage jetzt mal, nehmen irgendwelche Shampoos, ohne darauf zu achten, was da drin ist. Also ich glaube, wir Menschen können schon sehr, sehr viel tun, wenn wir über Umweltbildung, Herr Liebig, Sie hatten es angesprochen, wenn wir über Umweltbildung, sage jetzt mal, uns dessen bewusst werden, wie wertvoll diese Ressource ist und das Thema, sage ich jetzt mal, dass eben alles, was wir tun, im Prinzip dann sich irgendwann im Wasser wiederfindet. Es gibt ja diesen Spruch, sage ich jetzt mal, alles, was wir in die Welt setzen, findet sich irgendwann wieder in unserem Grundwasser, in unserem Trinkwasser wieder. Und da, glaube ich, muss deutliches Bewusstsein wachsen. Und es gibt mittlerweile auch intelligente Methoden. Herr Toms hat es vorhin angesprochen, er ist fürs Abwasser zuständig und man spricht von einer vierten Reinigungsstufe. Ich sage, die könnten wir uns sparen, wenn wir erstmal mit Intelligenz, sage ich jetzt mal, an die Produkte, die wir täglich nutzen, rangehen. Aber es gibt auch Dinge, die können wir nicht vermeiden, wie zum Beispiel Röntgenkontrastmittel. Aber es gibt intelligente Methoden, wie zum Beispiel einen Urinbeutel, wo man dann diese Dinge, sage ich jetzt mal, dort entsorgen kann und nicht, sage ich jetzt mal, ins Abwasser reintut, sage ich jetzt mal, und dann im Klärwerk, sage ich jetzt mal, riesige Probleme hat, sage ich, das Zeug wieder rauszuholen. Also da gibt es durchaus ganz intelligente Möglichkeiten, die wir einfach noch nicht nutzen und die man, sage ich jetzt mal, durchaus anschieben könnte. Und das zweite Thema, Herr Liebig hat es vorhin angesprochen, das überlasse ich dann ihm, aber im Wesentlichen, sage ich jetzt mal, ist wirklich auch das Bewusstsein, wir brauchen hier in Augsburg 115 Liter Wasser pro Mensch, sage ich jetzt mal. Aber nochmal, das, was wir hier mit unserem Essen, mit Fleisch, insbesondere Fleischkonsum, mit hochveredelten Lebensmitteln hier in der Welt anrichten, außerhalb von Augsburg, muss uns Augsburgern, also UNESCO-Welterbe, sage ich jetzt mal, schon auch was wert sein, sage ich jetzt mal. Wir dürfen nicht bloß daran denken, dass unser Augsburger Trinkwasser gut ist, sondern wir müssen an die anderen Menschen denken, sage ich jetzt mal, in Südspanien beispielsweise,
die da Massen an Wasser, sage ich jetzt mal, reinstecken in die Produkte, die wir dann, sage ich jetzt mal, dort importieren, sage ich jetzt mal, Thema Automatenbahnbau beispielsweise dort unten. Also ich glaube, da kann jeder Einzelne von uns wahnsinnig viel tun. Der eine oder andere muss vielleicht noch, sage ich jetzt mal, ein bisschen mehr Bildung bekommen, ein bisschen mehr ja, Gefühl dafür bekommen, was er tun kann. Aber ich denke, das ist eine der größten Aufgaben, die wir zu verrichten haben, dass wir neben eben dem Thema Menge, das jetzt bei uns nicht wirklich das Top-Thema ist, das Thema Qualität bei uns, aber auch das Thema Quantität im Prinzip in anderen Ländern immer vor Augen haben. So viel von meiner Seite erstmal als erstes Statement zu dem Thema. Es ist lustig, man schaut sich an und überlegt, wer als erstes jetzt das Mikrofon zückt. Ich wollte noch einen anderen Aspekt mit einbringen, weil ich ja so sehr klar machen wollte, dass das Wasser Gemeingut ist. In dieser Gemeingutdebatte ist der Commoning-Effekt ganz eine wichtige Frage. Also wie können wir Gemeinschaft als Gemeinschaft unterwegs sein im Bewusstsein von verschiedenen und hier beim Wasser vor allem, dass Wasser einen Wert für uns darstellt. Und diese Vergemeinschaftungsprozesse klingen jetzt sehr nach, wir müssen alle gefangen, sollte es gar nicht sein, sondern alle mitzunehmen. Und ich sehe immer so, dass die Bildung die Waffe ist, sozusagen wir bilden uns alle mehr. Ich würde aber schon sagen, dass unsere Gemeinschaft sehr unterschiedlich ist und wir ganz viele junge Menschen haben, die schon super motiviert kommen und uns mitziehen können. Also ich glaube, wir brauchen auch mehr Generationen-Dialog bei diesem Thema. Das würde ich ganz gerne in diesen Gemeinschaftsprozess hier einbringen wollen an dem Punkt. Vielleicht bin ich ja da geprägt durch meine Studierenden, ich gebe es zu. Ja, genau. Also da möchte ich mich gleich anschließen, was die Frau Schlügel-Flierl gerade gesagt hat. Ich möchte das ein bisschen erweitern. Also ich glaube auch Bildung ist ganz wichtig. Eben auch das Umweltbildungszentrum finde ich da wirklich ganz bedeutend, dass das jetzt auch gekommen ist. Ich glaube aber, wir haben auch noch große Potenziale in der Kooperation über die Fachgrenzen hinaus. Denn das Wasser fließt ja und macht selbst auch mit Grenzen eigentlich, was es will. Also überschreitet die und sorgt damit ja auch stets immer auch für politischen Ärger. Und wir müssen diese Grenzen, glaube ich, auch überwinden und überschreiten zwischen Leuten, die sich jetzt so als Wasserdenker irgendwie an der Uni auch viel beschäftigen mit politischer Ökologie und anderen Themen, Wasserethik, aber auch mit den Wasserwerkern und Praktikern, dass wir da besser zusammenkommen. Und ich finde, das ist auch eine große Stärke von Augsburg. Die Stadt hat ja auch mal den Nachhaltigkeitspreis bekommen und zwar insbesondere für die vielen Kooperationsnetzwerke. Und ich glaube, da müssen wir auch weitermachen. Dafür ist auch das Welterbe aus meiner Sicht eine ganz wunderbare Ebene und Plattform. Jetzt ist es ein bisschen abgedriftet. Ich wollte eigentlich noch mal ganz kurz auch, aber ich glaube, ich komme wieder auf den Punkt, Jens, den du gerade angesprochen hast, das Thema, was müssen wir tun, um die Stoffkreisläufe und sowas zu unterbinden. Und das Thema Biodiversität wurde angesprochen. Und ich finde, auch da zeigt eigentlich Augsburg einen sehr guten Weg. Wir haben im Stadtwald fantastische Lebensräume, die wir als Landschaftspflegeverband schützen. Und die sind sehr artenreich. Und dieser Artenreichtum ist eine Grundvoraussetzung für eine hohe Resilienz bezüglich des Klimawandels. Das heißt, das sind Pufferfunktionen, die erhalten bleiben, auch wenn wir jetzt diesen fortschreitenden Klimawandel bekommen. Und die Artenvielfalt garantiert uns, dass diese Pufferfunktionen erhalten bleiben. Gleichwohl haben wir in Bayern und in Deutschland aktuell eine Situation, die gegenläufig ist. Und das hat mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Man liest es in der Zeitung, man spricht jetzt davon, Leute, wir müssen die Landwirtschaft wieder intensivieren. Lasst eure ökologischen Vorrangflächen doch bitte sein. Wir müssen jetzt die Welternährung wieder angehen. Und man hat immer so den Eindruck, Nachhaltigkeit ist nice to have. Aber es ist ja eigentlich die Grundvoraussetzung, dass wir die Welternährung sichern können. Also das geht mir bei der ganzen Debatte komplett unter aktuell, dieses Thema. Und und das Stichwort Stoffzuflüsse, Nitrat ist das Thema. Kürzlich kam im Bayerischen Rundfunk eine ganz interessante Dokumentation darüber, dass es in vielen Trinkwässern in Bayern hohe Nitratbelastungen gibt. Da sind wir in Augsburg zum Beispiel ganz gut gesegnet. Wir haben eine sehr geringe Nitratbelastung, was eben an dem guten Management der Stadtwerke in Kooperation mit dem Landschaftspflegeverband selbstverständlich was damit zu tun hat. Aber
Aber wir haben in Bayern insgesamt schon diese Problematik. Und wenn wir jetzt tatsächlich dahin gehen, dass wir intensiver wieder Landwirtschaft betreiben wollen, dass wir mehr von den Flächen holen wollen, dass wir ökologische Vorrangflächen lieber nicht anlegen, ja, dann werden wir auch da, was diese Nitratbelastung betrifft, wahrscheinlich wieder Probleme bekommen, die noch größer sind. Und ja, und da denke ich, müssen wir Lösungen finden. Wir müssen tatsächlich schauen, dass wir da die Menschen erreichen und ihnen klar machen, dass die Auswahl des Lebensmittels, das Konsumverhalten eine ganz entscheidende Rolle darüber spielt, welche Stoffkreisläufe stattfinden. Und die Frage ist tatsächlich, wie kriegen wir das an die Leute ran? Und wir haben diese ganze Diskussion, die ist sehr universitär. Also wir sind da sehr im gehobenen Bereich und wir müssen die Leute erreichen, die tagtäglich zur Arbeit gehen, Schichtarbeiter, also milieubezogen, Leute, die vielleicht auch nicht so auf der sonnigen Seite des Einkommens unterwegs sind. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung, dass wir eine gesamtgesellschaftliche Ansprache finden, die wirklich alle Milieus in dieser Gesellschaft erreicht und wo wir wirklich eine gesellschaftliche Debatte in Gang bringen, die sich wirklich dieses Thema zum Schwerpunkt setzt. Und da finde ich, ist Augsburg auch wiederum ein Paradebeispiel dafür, weil wir können das jetzt hier durchspielen und die Blaupause dafür geben, was wir in ganz Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt durchführen müssen. Und da sind wir wieder bei der großen Chance, die dieses Welterbe eben hat. Ja. Es ging ja darum, was können wir tun hier in Augsburg, ne? Ich höre gerade Bildung und so weiter. Ich glaube, es ist ganz wesentlich und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass viel Aufklärung passieren muss bei den Menschen, bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und Sie haben eben gerade auch von diesen bildungsferneren Strukturen geredet. Ja? Also denen zum Beispiel kein Mensch nicht sagt, was in der Toilette gehört und was nicht in der Toilette gehört. Ja? Denen man nicht sagt, dass es doch besser ist, wenn ein Wasserhahn tropft, dass man repariert. Ne? Weil man Tausende von Liter Wasser sinnlos ins Abwasser bringt, wo es unsinnigerweise verschmutzt wird, ohne gebraucht zu werden. Es war ein toller Ansatz. Leider ist ja zurzeit dieser Arbeitskreis Blue Community nicht in Betrieb. Ja, das ist pandemiebedingt. Ich hoffe, dass das wieder mal in den Fokus rückt und dass wir uns da wieder mal treffen können, weil da hatten wir schon den Ansatz, eben gerade auch war vom Bildungsreferat auch jemand dabei in den letzten Treffen, um eben genau diese Sensibilisierung auch in soziale Brennpunkte zu bringen, ne? In Stadtteile zu bringen, wo wir wissen, da sind jetzt Leute, die weniger aufgeklärt sind. Ja? Das ist leider so. Bildungsfernere Strukturen, die dort sind und da gerade mit tollen Konzepten, wie der Herr Leute von den Stadtwerken, ne, mit diesem Tip-Tap zum Beispiel, die haben ganz tolle Konzepte, kommt aus Berlin, ja, wo man wirklich aufbearbeitetes Material hat, um relativ einfach, ohne selber jetzt was erschaffen zu müssen, an die Schulen ranzugehen und dort eben da mal Aufklärung zu machen. Also das haben wir damals im Rahmen von dieser Blue Community, vielleicht kurz zu erklären, Augsburg ist auch Blue Community geworden. Das war eine der Initiativen, die maßgeblich die Wasserallianz vorangetrieben hat. Dankenswerterweise das Weltkulturerbe das gerne aufgenommen hat in der Bewerbungsphase. Vielleicht hat das auch ein bisschen dazu beigetragen, dem Ganzen auch zu helfen. Das ist eine Initiative von Maud Barlow, sie ist Trägerin vom Friedensnobelpreis, ist eine Kanadierin, die war auch bei uns in Augsburg auf unsere Einladung hin und hat da einen Vortrag gehalten. Augsburg ist zertifiziert als Blue Community, wir haben eine Urkunde bekommen, die überreicht wurde. Da ist ein Ansatz eben auch diese Vermittlung vom Wert des Wassers, ja, wie Sie sagen, weil Wasser, also der Wert ist nicht der finanzielle Wert, der Wert, das muss im Kopf entstehen, Mensch, ohne dem geht's nicht. Wir müssen uns drum kümmern, wir müssen aufpassen auf diesen Schatz, weil wenn er mal dreckig ist, ist er sehr schwer wieder sauber zu machen.
und wir brauchen es zum Überleben. Also ich würde mir wünschen, dass wir in Augsburg eben das nützen in der Vernetzung bis hin zur Universität und wo auch immer, um eben da im Thema Bildung voranzukommen und da ein gutes Beispiel zu sein und eben, ich wiederhole mich jetzt, gerade dahin zu bringen, die Sensibilisierung, wo sie vielleicht weniger vorhanden ist wie in nicht sozialen Brennpunkten, sagen wir es mal so. Vielen Dank. Ich wollte mich noch mal kurz zu Wort melden, weil jetzt Herr Liebig und Sie, Herr Thoms, mir sag jetzt mal, fast ein kleines Sprungbrett gegeben haben mit dem Thema Bildung. Und ich habe ein bisschen zuckt, sage jetzt mal. Augsburg ist ja nicht nur Welterbestadt, sondern Augsburg ist ja auch die Stadt der sag jetzt mal, zugezogenen Menschen. Wir haben extrem viele Menschen hier mit Migrationshintergrund, die oft auch die Sprache gar nicht so gut verstehen, sage jetzt mal, und die Kultur nicht so gut verstehen. Und da kann man ganz gut mit ganz einfachen Dingen, sage jetzt mal, Menschen zusammenbringen und gar nicht, man muss gar nicht so viel, sage jetzt mal, dann im Kopf passieren lassen, sondern wir Menschen sind ja sehr haptische Menschen. Und steht hier bewusst, sage jetzt mal, steht ja hier nicht eine Flasche mit Wasser, sondern hier steht bewusst, sage jetzt mal, Leitungswasser, das wir im Prinzip trinken. Und ich bemerke immer wieder, sage jetzt mal, dass hier Menschen zuziehen, zum Beispiel jetzt mein Nachbar, der ist jetzt kein Migrationshintergrund, sondern er kommt eben nur aus dem Norden hier nach Augsburg. Und ich seh ihn immer wieder, der ist erst seit kurzem zugezogen und ich werde ihn ansprechen, sage jetzt mal. Was macht er? Er kauft sich Sixpacks. Plastikflaschen, Wasser in Plastikflaschen. Solche Menschen werden nur sehr schwer, sage ich mal, Bezug haben zu dem Thema Wasser, vor allem auch zu dem Thema Trinkwasser, sage ich jetzt mal, Leitungswasser und zum Wasser sauber halten. Ich glaube, es wäre ein ganz großer Ansatz und deswegen das Thema Tipptapp, Herr Thoms, vielen Dank dafür. Blue Community heißt ja auch Leitungswasser trinken, ist eines dieser wichtigen Kernsätze von dort. Wenn wir versuchen könnten, im Rahmen von Blue Community beispielsweise, noch mehr Menschen, sage ich jetzt mal, davon zu überzeugen, sich daheim eine Wasserkaraffe hinzustellen und das Trinkwasser, sage ich jetzt mal, aus der Leitung zu nehmen. Das ist ganz klar, sage ich jetzt mal, Menschen aus fremden Ländern zu uns kommen, da ist Leitungswasser ein absolutes Tabu, sage ich jetzt mal, es macht krank. Die kaufen sich natürlich aus Sicherheitsgründen, als erstes, sage ich jetzt mal, sie kaufen sich Wasser. Das kostet relativ viel Geld, sage ich jetzt mal, sich Wasser zu kaufen. Es ist deutlich billiger, auch für deutlich, sage ich jetzt mal, ärme Leute, sage ich jetzt mal, sich mit Trinkwasser zu versorgen. Aber das bedeutet, sage ich jetzt mal, dass man da Vertrauen bekommen muss. Man muss es hören, man muss es erklärt bekommen. Und dann, sage ich jetzt mal, dieses haptische Gefühl, ich trinke das Wasser und was muss ich vielleicht tun, damit dieses Wasser, das ja aus der Leitung kommt, sage ich jetzt mal, sauber bleibt beispielsweise. Und Herr Liebig, Sie haben es vorhin gesagt, ja, wir haben ein tolles Projekt draußen im Trinkwasserschutzgebiet, in einem Naturschutzgebiet, sage ich jetzt mal, Landschaftspflege, sage ich jetzt mal, und Trinkwasser helfen zusammen, das sauber zu bekommen. Und so bekomme ich das hin. Da denkt man darüber nach, wo kommt denn in Augsburg das Wasser her? Das kann man hier trinken, Mensch. Da, wo ich herkomme, sage ich jetzt mal, aus Syrien, da kann ich das Wasser nicht trinken. Was tun die hier? Was bedeutet das hier, sage ich jetzt mal? Und da kommt man an den Menschen ran, ohne jetzt groß Bildung vermitteln zu wollen, sondern einfach über das haptische Gefühl, ich trinke das Wasser hier, sage ich jetzt mal. Da überlege ich mir, darf ich das trinken? Also genauso, wenn ich ins Ausland fahre. Ich überlege dann dort, kann ich das Wasser trinken? Riecht es nach Chlor? Schaut es braun aus? Also ich glaube, das wäre ein ganz wichtiger, praktischer Ansatz, deutlich mehr Menschen dazu zu bringen, hier wirklich Leitungswasser zu trinken. Danke. Wenn wir genügend Trinkwasser auch zur Verfügung stehen haben, das will ich nachher nochmal ansprechen. Es gibt ja auch andere Gruppierungen, die das Wasser auch gerne nutzen möchten, nicht nur als Trinkwasser, aber da können wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen. Mir fällt in vielen Diskussionen immer auf, Bildung, Vermittlung findet jeder positiv, weil es keinem wehtut. Und deswegen wird es auch immer, sozusagen kriegt man eigentlich immer eine Unterstützung, dass sowas getan werden soll. Es ist kaum, dass jemand gegen so etwas redet. Aber wenn man auch tatsächlich die Massen erreichen will, als einziges Instrument reicht sich aus. Auf jeden Fall ein sehr wichtiges Instrument. Aber wir haben ja auch in unserer Gesellschaft das Thema Preis, über den Preis Nutzungsverhalten oder Verhalten zu verändern. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Jetzt wird das Benzin mal ein bisschen teurer. Ich glaube schon, dass ein paar Leute jetzt schon eher überlegen, nutze ich jetzt den Wagen oder nicht? Oder fahre ich vielleicht doch den Kilometer mit dem Fahrrad? Ist ja in dem Sinne ein positiver Effekt, je nachdem, woher man kommt, wie man sieht, wenn man darauf angewiesen ist, natürlich ein bisschen schwieriger. Aber jetzt möchte ich auch mal in die Runde die Frage stellen, was kann man denn über den Preis eventuell auch regeln, um hier Verhaltensweisen zu bekommen, die dem Wassermanagement dienlich sind, gerade mit dem Aspekt, effizient umzugehen. Nachhaltige Gedanken im Bereich der Forstwirtschaft heißt ja auch, ich nutze nicht mehr, als wiederkommt. Wer weiß eigentlich, was ich hier sozusagen tatsächlich nutze und ob das mehr oder weniger ist. Wir hatten vorhin den sozusagen wassertechnischen Fußabdruck, wurde genannt, dass er größer ist.
Wie weit kann man da auch ein Bewusstsein über den Preis schaffen? Gibt es da Möglichkeiten oder sagt man, bitte bloß nicht über dieses Instrument da probieren, etwas zu erreichen? Ja, also ich glaube, das ist, also ich weiß, wir haben also hier, also ich finde das grundfalsch, ja, mal ganz einfach gesagt, grundfalsch, weil es trifft die Falschen. Der Preis trifft immer die Falschen. Das sind die, die es nämlich nicht haben. Und die es wirklich haben, denen ist es scheißegal. Entschuldigen Sie, dass ich das jetzt so sage, so direkt. Das ist das Gleiche, ich mache das Benzin teurer, dass die, die wirklich abhängig davon sind, ein Fahrzeug zu benutzen, wirklich in finanzielle Probleme kommen. Und die SUV-Fahrer, die drei SUVs in der Garage haben, denen ist es einfach egal. Weil die zahlen auch 5 Euro für einen Liter. Aber wir treffen einfach die Bevölkerung, die es eben nicht hat. Und deswegen halte ich davon gar nichts. Und ich glaube, dass da das Umweltbewusstsein damit nicht geschärft wird, sondern eher vielleicht der Frust entsteht. Vielleicht eher das Gegenteil erzeugt wird durch sowas. Ja, ich bin total bei Ihnen, Herr Thoms, also da braucht man nichts hinzuzufügen, sage ich jetzt mal, das ist so, sage ich jetzt mal, aber ich habe eine andere Idee. Also erst einmal, ja, ich bin bei Ihnen, also man darf, sage ich jetzt mal, Wasser nicht künstlich teuer machen. Es ist keine knappe Ressource, es ist allenfalls, sage ich jetzt mal, gutes Wasser gibt es vielleicht ein bisschen weniger und man würde den Fall die Falschen treffen, sage ich jetzt mal. Ich habe davon gesprochen, das braucht jeder Mensch, braucht Wasser. Aber ich habe eine Idee, die mit dem zu tun hat, von dem ich vorher sprach. Wie können wir unser Wasser sauber halten? Man müsste wirklich den Produkten, die wir nutzen, den Preis zuordnen, den sie auch, sage ich jetzt mal, haben, was die Umweltschäden betrifft. Dann könnten wir, sage ich jetzt mal, deutlich vernünftiger mit diesen Themen umgehen, sage ich jetzt mal. Eben Shampoos, die Mikroplastik enthalten beispielsweise, Tabs, die mit Stoffe enthalten, sage ich jetzt mal, die sich da im Lech wiederfinden. Also diese, wir müssten es schaffen, sage ich jetzt mal, den Produkten wirklich diesen Preis, diesen Umweltschaden, den sie hervorrufen, zuzuordnen. Das ist gleich mit CO2. Langsam wird das Energie so bepreist im Prinzip, dass der Umweltschaden, CO2-Ausstoß, sage ich jetzt mal, wirklich langsam auch bepreist wird. Und wenn man das konsequent jetzt die nächsten 10 Jahre so treiben würde, dann würde, sage ich jetzt mal, solche fossilen Brennstoffe eben so teuer werden, dass es deutlich billiger ist, sich eben eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu schrauben. Also man kann mit Preis, ich gebe Ihnen recht, Menschen steuern, aber bitte nicht mit dem Wasserpreis, sondern mit den Preisen oder mit der Preiserhöhung dort, wo Produkte Umweltschäden hervorrufen. Also das heißt, jetzt beispielsweise, jetzt nehmen wir mal das Thema Diclofenac, weil es vorher angesprochen wurde, das muss einfach dann den Umweltschaden im Preis, sage ich jetzt, beinhalten, beziehungsweise sage ich jetzt mal das, dass man diesen Umweltschaden wieder beheben kann. Ähnlich wie es langsam eben begonnen wird in der Energiewirtschaft. Das, glaube ich, wäre der richtige Ansatz, nicht aber das Trinkwasser künstlich zu verteuern. Ich kann da mal als universitäre Kollegin hier mal was Praktisches beibringen, weil also für mich ist immer erst die Frage nach dem Menschenbild. Das ist natürlich wieder eine sehr fundamentale Frage, aber denken wir, dass die Menschen so schnell aus sich intrinsisch motiviert sind, dann mehr wertzuschätzen? Ich glaube, das ist ein falsches funktionalistisches Menschenbild. Die Menschen müssen mitgenommen werden in dieser Wertschätzung. Also das erstens. Und zweitens das praktische Beispiel. Wir haben an der Uni ein Projekt gemacht. Kollegen haben das gemacht, ich war nur dabei. Die haben mal die ganzen externalisierten Kosten aufgerechnet, zum Beispiel auf Fleisch. Und jetzt mache ich kurz mal Markenwerbung. Wenn Sie nächstes Jahr bei Rewe und Penny einkaufen gehen, dann hätten Sie die Kosten drauf. Also da steht dann der Wert der Ware und dann steht in grün sozusagen daneben der Wert, der entsteht, wenn man die Umweltschäden mit reinberechnet und die ganzen Steuersubventionen mit einberechnet. Und das ist ein kleiner Gap dazwischen, also schon ein paar Öhrchen. Einfach um ein Bewusstsein zu schaffen, was wird hier auch finanziert, was ist eigentlich dieser wahre Wert, also nicht der Warenwert, sondern der wahre Wert mit H, das ist die Philosophin, Theologin dahinter. Also was ist der wahre Wert? Und das finde ich ja ganz gut, diesen Prozess einfach zu sehen im Einkauf. Was ist da der Unterschied? Bin ich denn bereit, dann wirklich den wahren Wert mit Höhe zu zahlen? Von dem her, das wäre für mich, also das kann man sich beim Wasser schon auch vorstellen. Ich finde es vor allem in der ganzen Bottled-Water-Problematik, wie wir das nennen, also Trinkwasser, das dann
teuer verkauft wird. Genau. Aber da muss ich jetzt den Versammelten hier nichts weiter sagen, weil das ist ja das, was die SWA sozusagen immer im Problem hat. Wie wird ein Konsumgut auch vermarktet? Also die Bottled Water Problematik ist ja da sehr evident, wenn man darüber nachdenkt. Danke. Ja, also ich würde auch sagen, die Preise müssen die Wahrheit sagen. Also das finde ich schon richtig. Und eben dieses Projekt war ja auch ein Schritt dahin. Bei Medikamenten ist das wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen was anderes, die ja eine bestimmte Wirksamkeit haben, manche auch alternativlos sind. Aber da finde ich, kommt eben das zum Tragen, was Sie auch gesagt haben. Man könnte die ja auf ganz andere Weise auch einsammeln, damit sie eben nicht dann erst irgendwie zu Problemen werden, wenn man sie am schlechtesten behandeln kann, nämlich im Klärwerk, sondern gleich am Anfang, kann man auch im Krankenhaus schon machen. Teilweise kann man damit auch Rohstoffe rekuperieren, also wie zum Beispiel Platin, was in der Krebstherapie sehr viel eingesetzt wird. Also da sehe ich eben, ich denke, da muss man genauer hingucken, aber im Ganzen ist das, glaube ich, genau der richtige Weg, ja, über den Preis. Also der Preis muss vielmehr die externalisierten Kosten inkorporieren, sodass man wirklich sieht, aha, das ist es also. Also wir sprechen ja von dieser Internalisierung der Umweltkosten und immer auch von dem Thema, wir privatisieren die Gewinne und sozialisieren die Verluste. In dem Fall ist es im Umweltbereich ja der Fall. Die Frage ist nur, was können wir von Augsburg aus tun? Ja, wir reden ja jetzt hier tatsächlich von Dingen, die schon lange und sehr intensiv diskutiert werden. In dem Bereich, in dem ich sehr viel unterwegs bin, reden wir da über die Agrarreform der Europäischen Union. Und wenn man da sieht, wie schwer das ist, wirklich genau solche Dinge durchzusetzen, dann merkt man, dass wir da auf einem sehr langen Weg sind. Und der muss von der Bundespolitik und der europäischen Politik organisiert werden. Da können wir hier in Augsburg vielleicht ein paar Impulse setzen über die Stadtpolitik. Aber ich befürchte einfach, da können wir in Augsburg tatsächlich nicht wirklich Maßstäbe setzen. Aber wiederum, und dann komme ich wieder darauf zurück, wir können hier auf alle Fälle Maßstäbe setzen, indem wir Wege finden, hier eine Stadtgesellschaft zu formen, die in der Gänze es verstanden hat, dass wir Verhaltensänderungen brauchen. Und das ist das, glaube ich, was wir tun können. Nur zwei Sätze. Wir müssen uns aber auch trauen, gewisse Sachen in die Schranken zu weisen. Also man hat früher keine Silikate in Haarwaschmittel braucht. Man hat früher auch kein Nanoplastik in irgendwelchen Reinigungsprodukten gebraucht. Und da muss man wirklich mal sich überlegen, ob man da nicht ganz klar hergeht, sagt Stopp. Ja, man hat Formaldehyd aus Spanplatten verdammt, weil man gewusst hat, das macht den Menschen krank. Und Nanoplastik gehört nicht ins Wasser. Da können wir drauf verzichten, da bin ich überzeugt. Und da plädiere ich dafür, dass man so mutig ist und es einfach verbietet, was man wirklich nicht braucht. Ja, in dem Sinne haben wir jetzt, was ich aus der Runde mitnehme, ist sozusagen, es geht nicht sozusagen das Trinkwasser teurer machen, sondern das, was sozusagen das Trinkwasser verschmutzt, diese Produkte sozusagen, diese externen Kosten zu internalisieren als wesentlicher Aspekt und dass man auch vielleicht dazu geht, bestimmte Produkte, die eben dann die Trinkwasserqualität gefährden, eventuell auch verbietet, soweit das dann eben möglich ist. Jetzt möchte ich mal als nächste Diskussionspunkt hier mal einwerfen. Vorhin haben Sie, Herr Thomas, ja auch vehement gesagt, Wasser ist keine Ware und damit ist kein Profit zu erzeugen. In der Praxis wird damit Profit erzeugt, sei es um es eben als für die Nahrungsmittelproduktion zu nutzen, direkt als Wasser zum Trinken oder ähnliches. Hier in Augsburg, soweit mir bekannt ist, wird es ja auch zur Energiegewinnung genutzt. In dem Sinne ist es jetzt eine indirekte Nutzung, um daraus Profit zu machen. Ist sowas akzeptabel oder nicht? Oder wie kommt jetzt, ich meine, das wurde noch ein bisschen mal zugeflüstert, ist das ja auch ein paar Personen gibt, die auch gerne ein bisschen mehr Wasser mal über ihre Turbinen schleusen würden, hätten damit auch einen höheren Gewinn. Vielleicht müssen sie dafür noch mehr zahlen. Das Geld kann die Gemeinde für andere
sinnvolle Zwecke nutzen. Also wie weit genau geht man auch mit der Profitabilität des Wassers hier in Augsburg mit um? Das ist ja nicht nur was Böses, es kann ja auch was Positives bezwecken, beziehungsweise auch keinen Schaden anrichten. Herr Schäffler, jetzt haben Sie was angesprochen, was ich jetzt irgendwie mal in die Runde geworfen hätte, weil wir hatten ja vorher vom Ulrich Mühlecker das Stichwort Dilemmata. Und ich finde, die Wasserkraftnutzung ist so ein ganz klassisches Dilemmata. Und das kann man in Augsburg eben auch wiederum vorbildlich angehen. Wir haben in Augsburg eine sehr hohe Wasserkraftnutzung, auch schon traditionell. Und in Bayern ist eines der Länder mit der höchsten Wasserkraftnutzungsrate. 15,7% der gesamten elektrischen Stromerzeugung sind in Bayern durch Wasserkraft und in Deutschland sind es 4%. Also man sieht, das spielt hier schon eine ganz wichtige Rolle, auch unter dem Aspekt Klimawandel ist das natürlich ein Punkt, wo viele sagen, das ist ein ganz verlässlicher Stromlieferant. Wir haben immer, das stimmt zwar nicht ganz, wenn man es wirklich mal zu Ende denkt, aber wir haben immer gleiche Wassermengen und das ist etwas, was im Vergleich zu Wind- und Sonnenenergie einfach wirklich eine verlässliche Größe ist. Und wir müssen es ausbauen. Und dann kommt eben das Stichwort, und da hat der Jens ja auch vorher schon mal den Einwurf geleistet, ökologische Durchgängigkeit von Fließgewässern. Wir haben hier den Lech. Der Lech ist ja mittlerweile, also früher war der Lech ja eine der alpinen Flüsse schlechthin mit Umlagerungsstrecken, die wir heute nur noch am Tagliamento oder am Tiroler Lech finden. Es gibt alte Luftbilder aus den 1920er Jahren. Das ist unvorstellbar, wie hier diese Flusslandschaft vor 100 Jahren ausgesehen haben muss. Und mittlerweile ist der Lech eigentlich eine Seenkette, eine Stauseenkette. Und es gibt noch ein paar wenige Fließstrecken und zufälligerweise ist eine dieser Fließstrecken auch bei uns in Augsburg, nämlich 12 Kilometer am Stadtwald. Es gibt jetzt momentan auch dieses Flussrevitalisierungsprojekt Likaliber, das ja im Übrigen nicht einfach nur gemacht wird, weil man etwas für die Biodiversität tun will, sondern man möchte etwas tun, dass sich der Lech nicht weiter eintieft. Das hat anthropogene Ursachen, dieses Eintiefen, und gefährdet unsere Trinkwasserversorgung, weil der Lech mittlerweile ja schon das Quartier, also den Kies, den er über 10.000 Jahre her transportiert, durchgeackert hat und jetzt ins Tertiäre kommt, also in Sande, die vor 2,5 Millionen Jahren hier abgelagert worden sind. Und da droht sich wirklich der Lech durchzuschlagen, Canyon Building, und dann haben wir dann irgendwie sinkende Grundwasserstände. Also das ist der, eigentlich ist der Ansatz dieses Likaliber-Projektes ein Anthropozäner, aber er hat halt positive Wirkungen auch auf die Ökologie. Und ja, das ist so ein Thema. Wir sind auf die Wasserenergie angewiesen. Die Frage ist halt, wie viel davon können wir noch ausbauen? Also wie hoch ist noch die Möglichkeit, das auszureizen? Und da sagen uns ja sehr viele Wissenschaftler, dass wir hier in Bayern eigentlich das Maximum erreicht haben und dass die Potenziale für regenerative Energien eher in der Sonnenenergie, in der Windenergie liegen. Und dass wir hier in Augsburg eigentlich darauf verzichten können, da jetzt in dieser Fließstrecke noch ein weiteres Kraftwerk zu bauen. Nichtsdestotrotz, und da kommen wir jetzt wirklich zum Thema Welterbe, können wir natürlich schon dafür sorgen, dass diese Gewässer auch ökologisch durchgängig sind. Sie sind es jetzt nicht. Stichwort Hochablass, für alle, die nicht aus Augsburg kommen, eine der Welterbestätten hier. Das ist der höchst wichtige Ablass, den die Augsburger schon im 12. Jahrhundert angelegt haben, der immer wieder vom Lech weggerissen wurde, der aber mittlerweile eine Barriere ist im Fluss. Und hier wird es eine Fischaufstiegsrampe geben, eine Fischaufstiegshilfe. Und da stehen wir jetzt in diesem klassischen Dilemma, auch zum Welterbe. Wir haben einerseits einen Welterbebau, womit wir werben, und andererseits haben wir aber auch die Verpflichtungen, auch europäischer Art, Wasserrahmenrichtlinie, da eine ökologische Durchgängigkeit herzustellen. Es gibt eine Lösung. Die Lösung wird wahrscheinlich nicht allen Augsburgern gefallen, weil sie sehr technisch ist. Und da geht es natürlich auch wirklich einmal um Interessensabwägung und auch um Vermittlung für solche Aktivitäten, die wir da unbedingt brauchen. Und die ökologische Durchgängigkeit halte ich für einen sehr wichtigen Punkt, um auch, also einerseits für die Artenvielfalt unter Wasser, für die vielen Fischarten und andere Organismen, die dort leben, aber auch natürlich um die ökologische Funktionsfähigkeit der Gewässer für unsere Zwecke dauerhaft zu erhalten. Ja,
Ja, ich glaube, da sind wir beim Thema Rivale. Das erinnert ja schon an River und kommt auch daher. Also sozusagen am Wasser gibt es immer Konkurrenzkämpfe und Verteilungskämpfe. Also Wasser auf seine Mühlen leiten, einem anderen das Wasser abgraben. Also diese ganzen Sprichwörter gibt es ja nicht von ungefähr. Und ich finde eben diese innerökologischen Konflikte, das sind natürlich Themen, die uns hier auch beschäftigen müssen. Es ist ja kein rein konfliktfreies Miteinander am Fluss. Und war es sicherlich auch nie. Und das ein ganz wichtiger Punkt ist halt der zwischen Wasserkraftnutzung und Biodiversität, also Durchgängigkeit des Fließgewässers, aber auch Anschluss des Auwalds an das Fließgewässer und so weiter. Ich glaube, da müssen wir einerseits eben neue innovative Wege gehen, gemeinsam, aber auf der anderen Seite wird es natürlich auch nicht so sein können, dass man sagt, wir brauchen jetzt die Energie, Wasserkraftnutzung ist CO2-neutral, also wenn wir jetzt auch noch den letzten Meter, Sekunden, Kubikmeter durch unsere Turbinen leiten, sondern da muss man, finde ich, auch die andere Aufgabe, lebendige Gewässer und auch ökologisch vielfältige Landschaften, Flusslandschaften zu erhalten, die hat nicht minder Bedeutung. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt nicht irgendwie, wir fallen ja immer von einem Extrem ins andere, dass wir jetzt auf einmal denken, dass es ist nur noch wichtig, dass wir möglichst viele Megawatt aus dem Lech noch rausholen, sondern die anderen Aufgaben dürfen wir nicht vergessen. Natur ist eine Kulturaufgabe, also das ist ganz, ganz zentral, glaube ich. Vielen Dank. Ich bin sozusagen nicht in diesen Einzelfragen so sehr involviert, aber das, was ich in der Wasserethik ganz kurz aufgezeigt habe, war ja genau das, zu überlegen, wer ist alle dabei in der Betrachtung einer Wasserethik. Und so neuere Ansätze wie vom Anthropologen David Gronfeld zeigen ja das ganz gut auf, dass sozusagen unterschiedliche eine ganz klare Abkehr von utilitaristischen Denkweisen hin zu, da ist der Stakeholder, der auch als Fluss gilt, da ist das Ökosystem, das auch in seiner Werthaftigkeit gesehen werden muss. Und klar, das ist natürlich die Schwierigkeit und das Ringen darum, wie können wir dann eine gute Lösung finden. Und das ist genau das, um was es ja gehen soll, dass wir überlegen, was wäre denn eine gute Lösung, wie kommen wir dorthin. Oft ist es sozusagen so, auf dieser Dilemmata-Ebene verbleibt es so, das können wir jetzt nicht lösen. Das ist das Problem eines Dilemmas eigentlich. Aber nochmal zu überlegen und einen Schritt zurückzudrehen und sagen, was wäre denn eine gute Lösung, nicht nur für den Menschen. Und ich glaube, das ist das, was halt oft jetzt immer wieder reinspielt. In der Umweltethik würden wir sagen, eine klare Anthropozentrik, ein Denken vom Menschen aus. Und das ist das falsche Denken, das haben wir gelernt. Ob es dann wirklich zum holistischen Ansatz kommt, dass auch der Stein seine Stimme haben wird, da bin ich ein bisschen... frage ich mich, ob das so weit geht. Aber mir wäre es schon wichtig, dass also eine Wasserethik im Jahre 2022 deutlich auch diesem Flussgebiet zum Beispiel ganz viel Eigenwert zusprechen würde. Also dass man das nochmal neu durchdenkt und nicht von unserem sehr, ich bin jetzt nicht, wollte jetzt negativ, aber jetzt machen wir schon sehr am menschenorientierten Denken herkommt. Letztendlich haben wir ja heute mitbekommen, dass das Wasser sehr unterschiedliche Aufgaben hat in Augsburg. Dahinter stehen natürlich auch unterschiedliche Wertvorstellungen. Sie haben vorhin gemeint, es kann kulturelle Werte haben, es kann soziale Werte, ökologische Werte haben, aber auch ökonomische Werte. Und das muss ja immer wieder abgewägt werden. Wurde das Thema oder Stichwort genannt, Interessensabwägung. Wie kann so eine Interessensabwägung in Zukunft stattfinden in Augsburg, wenn man all diesen unterschiedlichen Werten möglichst gerecht werden möchte? Nicht nur dem utilitaristischen Gedanken, sondern auch eben den anderen. Wie kann sowas in Augsburg stattfinden? Welche Gedanken fallen dir dazu ein? Gute Frage, nächste Frage. Okay, ja. Also ich denke, die Priorität hat schon mal die Versorgung der Lebewesen mit sauberem Wasser.
Ja, das ist einfach eine Lebensgrundlage und ich denke, an dem sollte sich das auch ausrichten. Also wir hatten damals die Diskussion mit einer weiteren Staustufe an der letzten Fließstrecke des Lechs, ja, was ja, jetzt nicht unbedingt unser Wasserschutzgebiet, was dem gut getan hätte, wenn man es nach alter Bauweise gebaut hätte. Sagen wir es mal ganz vorsichtig, weil da gehen die Meinungen natürlich auseinander. Besser ist ohne und die Renaturierung des Flusses zu erreichen. Das ist für die Biodiversität wichtig, das ist für den Trinkwasserschutz wichtig, wobei man auch zum Teil ein paar Brunnen aufgeben muss, um eben das Bett ausweiten zu können. Aber Priorität meines Erachtens sollte schon vor der Energienutzung und vor der Brauchwassernutzung eigentlich schon das Trinkwasser haben. Das ist wirklich eine gute Frage, auf die ich jetzt auch keine abschließende Antwort habe. Ich weiß natürlich aus meinem Umfeld, wir haben viel mit Eingriffsregelungen und sonstigen Dingen zu tun und Abwägung spielt ja in den gesamten Prozessen, die wir haben, immer eine ganz wesentliche Rolle. Ich habe einen Baueingriff und es werden sehr viele Fachrichtungen gefragt und dann am Ende wird eine Abwägung getroffen und dann stehen die Güter im Vordergrund. Ich glaube, auch da hat Augsburg eigentlich, mir fällt das bei Lika Lieber jetzt ein, ne? Wir haben ja einen Flussdialog gehabt, das ist ungefähr schon 10 Jahre her, nicht ungefähr, sondern genau vor 10 Jahren, also hatten wir einen Flussdialog, wo wirklich breite Gesellschaftsschichten eingeladen worden sind, darüber zu sprechen, was wollen wir eigentlich mit unserem Lech? Und damals war die Diskussion, gibt es bei 50-4 noch ein Kraftwerk, ja oder nein? Und da wurden auch Umfragen gemacht, was ich sehr faszinierend fand. Es gab damals eine Firma aus Österreich, die da auch schon Erfahrung hatte, auch an der Salzach und an vielen anderen, an der Drau, an anderen Flüssen, vor allem in Österreich. Und die waren erstaunt darüber, dass es nirgendwo so eine hohe Beteiligung gab wie hier in Augsburg. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Prozentzahl, aber das war schon echt erheblich, wie viele Augsburgerinnen und Augsburger dieses durchaus nicht einfache Online-Formulare ausgefüllt haben und ihr Statement dazu abgegeben haben. Und da kam eindeutig raus, wir wollen kein weiteres Kraftwerk, wir wollen einen freien Lech. Und das ist so ein Aspekt, der mir da sehr viel Hoffnung gibt. Und ich glaube, das ist so ein Punkt. Wir müssen in diesen ganzen Abwägungsprozessen, die, wie ich finde, alles in allem ganz gut organisiert sind. Aber wir müssen da auch dafür sorgen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger noch stärker mit diesen Themen identifizieren und sich in diesen Abwägungsprozessen auch beteiligen. Das ist anstrengend, das ist sehr demokratisch und das ist vielleicht auch aufwendig, aber das ist genau das Gegenbeispiel zu vielen anderen Ländern, mit denen wir uns gerade eben leider beschäftigen müssen, Stichwort Ukraine. Also ich finde, das wäre wirklich so ein Ansatz, den man weiterverfolgen kann und den, man kommt immer wieder darauf, Augsburg schon mal was ausprobiert hat, ne, mit diesem Flussdialog 2012. Und ich glaube, das wäre so ein Weg, die Bevölkerung noch stärker mit einzubeziehen in solche Abwägungsprozesse und zu schauen, was sind denn die gesellschaftlichen Ansprüche, wo wird das denn gesehen? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da sehr viel, Sie haben Ihr Volksbegehren auch schon angesprochen, dass da sehr viele Augsburgerinnen und Augsburger schon die richtige Entscheidung treffen in Richtung Nachhaltigkeit. Jens, das mal spreche ich vor dir. ich wollte noch was einbringen. Wir haben im letzten Sommersemester, also vom Jahr, ein Seminar gehabt zum Thema Ethik der Stadt. Und uns ist sehr aufgefallen, dass es schon Bürgerbeteiligung gibt. Also Stadtentwicklungspläne sind ja entworfen worden, auch mit Bürgergutachten. Aber mir wäre schon wichtig, dass man alle Gruppierungen abholt. alle Gruppierungen. Also vor allem auch die Jugend mit abholt. Ich glaube, das wäre mir jetzt als Impuls, weil wir, was wollen wir machen in der Zukunft? Also dass das mal ganz klar ist, dass deren Stimme auch nochmal hervorgekitzelt wird. Die ist vielleicht nicht immer gleich von Anfang an da, aber die kann hervorgekitzelt werden. Vieles andere, ich möchte mal nicht so in Klassifikationen sprechen, aber nur, dass klar ist, also es läuft viel Bürgerbeteiligung, das möchte ich Augsburg überhaupt nicht absprechen, aber es sind also deshalb, ich bin ja, komme ja von woanders her, bin nach Augsburg gekommen und ich muss sagen, es ist wahnsinnig viel Bürgerschaft da. Also dieses Denken für die Stadt ist etwas, was für mich in Augsburg
absolut sofort sichtbar und spürbar war. Habe ich in anderen Städten schon anders erlebt. Deswegen ganz positiv, aber ich würde gern den noch kleinen, klitzekleinen schon auch alle versuchen, möglichst alle zu beteiligen. Und ich da bis meine Erfahrung auch in konkreten Vorhaben, die ich schon in Seminaren mir angeschaut habe, da gäbe es noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, ich denke, wir hatten ja jetzt eine ganz konkrete Frage, auch was Wasserkraft angeht, und ich möchte doch nochmal an das LFU, also Bayerisches Landesamt für Umwelt, erinnern. Die haben wir ja eben auch hier in Augsburg vor Ort, und da gibt es dann eben doch die Expertise auch dazu. Also gibt es ja auch eine klare Position des LFU, dass so kleine Wasserkraftwerke eben nicht das sind, was wir jetzt vermehrt brauchen, weil da auch in der Abwägung einfach der ökologische Schaden dann oft viel zu groß ist. Und auch die Möglichkeiten, das auszugleichen, dann zu gering sind. Also da, finde ich, gibt es so bei ganz konkreten Nutzungskonflikten, dann finde ich schon Orientierungshilfe, auch aus den Ämtern, also gerade eben vom Bayerischen Landesamt für Umwelt, und die sind wirklich auch super engagiert. Das zweite Amt ist das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, was ja auch eben diesen Prozess Licker lieber auch managt und jetzt auch umsetzt, hoffentlich jetzt auch mit wirklich Hochdruck, also die wir uns wirklich für ökologische Belange engagieren und interessieren. Wir hoffen da sehr drauf, dass sich da jetzt bald was tut. Ja. Es fehlt hier in der Runde einfach die Person, vielleicht der Kraftwerksbetreiber, der dann vehement sagt, aber dieser Aspekt ist auch wichtig, haben wir jetzt nicht da. Aber das wäre, denke ich mal, auch genau eben, was Sie auch meinten. Es geht halt in dem Sinne nicht nur darum, alle gesellschaftlichen Gruppen zu erreichen, was man eben nicht mit der einen Veranstaltung sozusagen schafft, sondern man muss eher viele kleine machen, die dann auf diese Zielgruppen abzielt, aber eben auch diese unterschiedlichen Interessen, die es halt gibt, eben die auch in diesen Dialog einbinden, um dann zu schauen, kommt man zu gemeinsamen Lösungen, beziehungsweise welche Informationen gibt man denn der Politik mit auf dem Wege, die dann letztendlich ja die Hoheit dann auch hat, Entscheidungen zu treffen dürfen oder auch müssen, je nachdem, wie man es nimmt. Jetzt blicke ich mal rüber zu Frau Herger. Gibt es Fragen, Statements von den Zuschauern, die gerne oder die ans Podium gestellt werden mögen? Ja, es ist jede Menge los in unserem Chat. Es wird fleißig geschrieben, diskutiert. Es sind einige gute Statements auch da. Ich fang vielleicht kurz mal an mit einem schönen Statement ganz vom Anfang. Nämlich schreibt die Frau Hauer aus Regensburg: Wasser ist existenziell für alle Menschen. Im Grunde geht es um Verteilungsgerechtigkeit. Ja, Verteilungsgerechtigkeit. Und dann steigen andere Teilnehmer schon drauf ein, auf auch die Nutzung und Nutzungskonflikte. Also wie benutzen wir unser Wasser, vor allem auch das Trinkwasser? Ist es denn richtig, Trinkwasser für die Toilette zu benutzen? Also ist ja eigentlich absurd, wird hier geschrieben. Wasser ist ein Lebensmittel. Es darf nicht verschwendet werden. Warum benutzen wir das zum Autowaschen oder zum Fahrradwaschen? Wann fangen wir an zu trennen? Und also das ist vielleicht schon mal eine Frage, wann fangen wir an zu trennen? Das ist eine sehr allgemeine Frage, könnte man aber gleich noch aufgreifen. Aber ich gehe mal noch ein Stück weiter. Hier wird nochmal geschrieben, der Umgang mit Wasser ist zu hinterfragen, ganz klar. Dann kommt hier noch ein sehr schönes Statement, das bezieht sich jetzt auch ziemlich auf den Weltwasserbericht, der letzte Woche erschienen ist. Deutschland ist auf dem Spitzenplatz beim Verlust von Grundwasser in den letzten 20 Jahren. Also das ist wirklich ein Thema, und ja, da wird dann natürlich auch drauf eingegangen. Lüneburg ist ja da ein Beispiel dafür, also hier gibt es sehr viel Grundwasserverlust. Und jetzt schreiben hier dann schon Nutzer oder Chat-User, das Wasservorkommen, wie wird es genutzt, beziehungsweise welches Wasservorkommen, also Tiefbrunnen, die von beispielsweise Müllermilch, Coca-Cola oder Nestle angezapft werden. Also ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, da kann man viel diskutieren. Genau, aber jetzt würde ich einfach mal abgeben. Die erste Frage, das bezieht sich sehr auf Augsburg, und da würde ich sagen, das kann der Herr Ulltillinger sehr gut beantworten. Ist das Augsburger Wasser wirklich rückstandsfrei?
Ja, eine sehr interessante Frage, würde ich mal sagen, die sicherlich viele Menschen interessiert. Und ich glaube, der oder diejenige, die die Frage gestellt hat, der hat sie mit Sicherheit auch für andere gestellt. Ich würde es mal so beantworten, wir tun alles, damit wir wissen, was auf die Augsburger Brunnen zukommt. Ich war heute zufälligerweise auf Fachtagung, wo es auch um das Thema Spurenstoffe ging. Und was tun wir, sage ich jetzt mal, um das sicherzustellen? Wir messen in den Vorfeldstellen, bereits 10 Kilometer vor unserem Brunnen im Süden, wir wissen ja, wo unser Wasser herkommt im Prinzip, alles, was da im Grundwasser sein könnte. Und wir sind immer mit unserem Ohr am LFU, am Landesamt für Umwelt, wir sind am Ohr, sage ich jetzt mal, vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches, was für mögliche Spurenstoffe, sage ich jetzt mal, es geben könnte, jetzt beispielsweise eben welche hormonellen Substanzen, welche Medikamentenrückstände, welche Röntgenkontrastmittel und messen dort und versuchen, sage ich jetzt mal, möglichst frühzeitig zu erkennen, ob irgendwas, sage ich jetzt mal, auf Augsburg zukommt. Und wir haben im Prinzip, gerade was Medikamente betrifft, glaube ich, da ist eine hohe Sensibilität in der Bevölkerung da. Da kann ich absolut Entwarnung geben. Wir sind da, man nennt es immer, unter der Nachweisgrenze. Also die Chemie kennt ja, die chemischen Labore kennen ja irgendwo mal die Grenze, sage ich jetzt, bei Nanogramm beispielsweise. Und da kann ich wirklich die Menschen hier in Augsburg beruhigen. Jedes Glas Wasser, sage ich jetzt mal, hat hier, was Medikamentenrückstände betrifft, definitiv nichts, was man heute im Labor nachweisen könnte. Da sind wir eigentlich relativ safe, sage ich jetzt mal. Es gibt auch sonst noch weitere Stoffe, die wir suchen, zum Beispiel Pflanzenschutzmittel, Pestizide sind was die Menschen ja wahnsinnig reizen würde, wenn sowas im Trinkwasser wäre. Auch da sind wir Gott sei Dank dank unserer Verträge mit den Landwirten, dank des massiven Grundstückskaufs der Stadt Augsburg, aber auch der Stadtwerke, da sind wir auch im grünen Bereich. Auch da, sage ich jetzt mal, sind wir im Bereich von nicht nachweisbar, sage ich jetzt mal. Wir sind aber durchaus an der Grenze bei ein, zwei Stoffen, sage ich jetzt mal, die sich im Lech sehr deutlich finden. Und da müssen wir wirklich aufpassen. Und wir haben schon die letzten 10 Jahre und haben es momentan aktuell auch immer wieder Brunnenabschaltungen vorgenommen, wenn wir dort Spuren im Brunnen stattfinden. Das sind beispielsweise polyfluorierte Chemikalien, PFC, wo wir in einzelnen Brunnen Spuren haben. Die Brunnen sind abgeschaltet momentan, gar nicht wenige, 5 sogar. Und wir haben immer wieder auch früher, sage ich jetzt mal, durchaus Befunde gehabt bei lechnahen Brunnen, wo eben Schadstoffe aus dem Lech beispielsweise in einzelne Brunnen reingehen. Also so ganz heil ist die Welt nicht mehr. Was wir tun können, ist eben diese Vorfeldmessstellen zu beproben, um zu wissen, was kommt auf uns zu. Immer wieder Brunnen auch zu untersuchen und im Zweifelsfall abzuschalten und zu versuchen, die Quelle zu finden und zu beseitigen. Also wir sind noch relativ gut unterwegs, aber ich bin nicht sicher, ob wir auf Dauer diesen Damm halten können. Deswegen auch vorhin mein Appell, den Stoffen, sage ich jetzt mal, die sich im Trinkwasser wiederfinden könnten, im Grundwasser, den Preis zuzuordnen, den sie in der Umwelt verursachen, da wäre uns sehr, sehr viel geholfen damit. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis, die meisten Menschen sind mittlerweile digital affin. Wenn Sie auf die Website der SWA gehen, dann sehen Sie eine sehr, sehr umfangreiche Wasseranalyse und Sie sehen auch, welche hormonellen Substanzen beispielsweise, welche PFC und welche Stoffe wir untersuchen. Wir haben eine sehr, sehr große Palette. Ja, vielen Dank für die Antwort. Jetzt weiß ich nicht, vielleicht kann das auch gleich der Hotellinger wieder beantworten. Auch auf dieses Thema hin. Ja, wir haben reines Trinkwasser aus der Leitung. Jetzt schreibt hier der Herr Niederhof, es ist auch möglich, dass bestes und reinstes Trinkwasser durch die Leitungen geschickt wird, aber unrein im Haushalt ankommt, weil zum Beispiel Salmonellen im Leitungssystem sind oder Blei aus alten Leitungen dringt etc. Also ja, das Thema mit Blei in den Leitungen, das hören wir tatsächlich auch immer wieder. Also wir sagen ja auch allen, trinkt unser Augsburger Leitungswasser, das ist so gut. Aber man bekommt dann natürlich sehr oft zu hören, ja, aber was ist denn mit meiner Leitung? Ist da Blei drin oder könnte das verunreinigt sein? Ja, ich glaube, mit den Salmonellen waren die Legionellen gemeint, aber das spielt also die Rolle. Da kann man relativ klar antworten. Ich verstehe diese Angst, gerade wenn man in älteren Häusern wohnt und dann irgendwo, sage ich mal, in den Keller runtergeht und so alte, verrostete Leitung sieht. Oder auch, wenn man beispielsweise nach dem Urlaub zurückkommt, nach 4 Wochen und das Wasser kräftig aufdreht, gerade das warme Wasser, und dann kommt, sage ich mal, leicht bräunliches Wasser raus. Oder man sieht auch mal so kleines Gerieselzeug, das sich im Perlator, sage ich jetzt mal, absetzt. Ich verstehe diese Angst. Ich kann auch da beruhigen. Wir sind zwar nicht Stadtwerke, sage ich jetzt mal, diejenigen, die Hausinstallationen inspizieren, sage ich jetzt mal,
Wir sind auch nicht diejenigen, die sowas reparieren oder Blicke reinwerfen. Aber wir messen die Wasserqualität, die Sie in den Analysen finden, messen wir am Haushaltshahn. Wir gehen zum Beispiel in Kindergärten rein, wir gehen zur Polizei hier in Augsburg und messen die Dinge nach. Und es gibt in Augsburg den sogenannten Regenio-Tarif. Da kann jeder Kunde sich im Prinzip kostenlos bei unserer Wasseranalyse machen lassen. Und ich glaube, dass wir mittlerweile mehrere tausend Wasseranalysen gemacht haben, speziell auf das Thema Blei beispielsweise. Und ich kann beruhigen, es war keine einzige Probe, die hier, sage jetzt mal, eine Überschreitung von irgendwelchen Grenzwerten gezeigt hat. Selbst bei Menschen, die nach dem Urlaub, ich sage es mit dem Schmunzeln, nach dem Urlaub zurückgekommen sind, nach 2 Wochen, und dann ihren Wasserhahn, sage jetzt mal, aufgedreht haben. Also da kann ich wirklich beruhigen. Und nochmal für eins, diese Angst vor Bleileitungen. In Augsburg muss man keine Angst haben vor Bleileitungen in Haushalten. Es gab und gibt in Augsburg keine Bleileitungen in den Haushalten. Da sind wir ganz, ganz sicher. Wir haben noch nie eine vorgefunden. Es gibt es in anderen Regionen von Deutschland durchaus, aber nicht in Augsburg. Da sind keine Bleileitungen eingebaut worden in die Haushalte. Ja, auch da nochmal ein Tipp, Entschuldigung, wenn ich kann nochmal einen Tipp. Ich mache selber, sage jetzt mal, es gibt auch eine Empfehlung, sage jetzt mal, von den Ämtern und auch von den Gesundheitsbehörden. Und das ist auch wirklich gut vom Geschmack her. Einfach am Morgen, wenn Sie, sage jetzt mal, Wasser trinken wollen, lassen Sie einfach erstmal Ihr Wasser, oder wenn Sie ein paar Tage nicht da waren, im Urlaub, lassen Sie Ihr Wasser erstmal so lange ablaufen, bis es spürbar kälter wird. Das dauert oft nur wenige Sekunden, sage jetzt mal. Und für die sparsamen Augsburger, die ja jeden Liter Wasser, sage jetzt mal, schätzen, einfach ein Küberle drunter stellen, so lange laufen lassen, bis das Wasser kalt wird, und dieses Wasser dann zu verwenden fürs Blumengießen, und wer keine Blumen hat, für die Toilettenspülung. Das ist vielleicht das Tipp. Also ich, sage ich, bin in der Früh Wasser nehme ich für meine Karaffe, dann lasse ich einmal erst ein bisschen ablaufen, bis es kälter wird, weil ich es auch ganz gerne ein bisschen kälter mag. Das wäre vielleicht ein heißer Tipp, wo man dann ganz sicher sein kann, dass nicht einmal Spuren von irgendwelchen Stoffen aus der Hausinstallation drin sind. Weil dann ist das kalte Wasser, ist das Zeichen, dass es aus unserer Leitung von Stadtwerken kommt. Ja, vielen Dank für den Tipp, das ist sehr gut und schön zu hören, dass wir wirklich keine Probleme mit Blei in den Leitungen haben. Also das muss man immer wieder betonen tatsächlich. Jetzt komme ich zu einer Frage, die bezieht sich aufs Abwasser. Hier schreibt der Herr Salvador, Wasser aus dem Hahn wird bezahlt, aber man kann jedes Abwasser in den Abfluss schütten. Sollte auch Abwasser bezahlt werden? Fragezeichen. Also man zahlt für Abwasser wohl, ne? Also anhand des Wasserbezugs zahlt man entsprechend eine Abwassergebühr. Nur sind es halt zwei unterschiedliche Unternehmen, einmal die Stadtwerke Wasser GmbH und einmal die Stadtentwässerung Augsburg, was ein städtischer Eigenbetrieb ist, übrigens auch kostendeckend arbeiten muss. Ja, ganz wichtig. Ich möchte auch ein bisschen einfach mal betonen, dass wir in Augsburg eine der niedrigsten Abwassergebühren haben. Ich weiß es, also bundesweit auf jeden Fall in der Großstadt. Also wir können uns da, müssen uns nicht verstecken mit einem 1,44 € für einen Kubikmeter Abwasser. Glaube ich, wären manche Leute in Neusses oder ich selber, ich wohne auch im Umland, sehr froh. Wir zahlen das Dreifache. Nee, man muss für Abwasser natürlich zahlen. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess, die Reinigung, und entsprechend muss man Abwasser bezahlen. Vielleicht eine kurze Ergänzung. Das Wasser, da hat man eine Wasseruhr, die eben dann den Wasserverbrauch misst, und man zahlt genau nach dem, sage ich mal, verbrauchten Kubikmetern. Gebrauchten, Wasser kann man nicht verbrauchen. Man geht davon aus, dass eben das Abwasser entsteht, zu 90-95% aus dem Trinkwasser entsteht, das man aus der Leitung nimmt. Das passt auch von der Logik her. Natürlich gibt es jetzt Menschen, die jetzt beispielsweise einen Brunnen im Garten haben und da dann irgendwo Wasser im Kübel reinnehmen und das dann, sage ich jetzt mal, ins Abwasser schützen. Aber das ist, glaube ich, minimal, und es wäre Irrsinn, sage ich jetzt mal, nochmal am Abwasser, das wäre auch technisch schwierig, nochmal weitere Uhr anzubringen, sage ich jetzt mal, um dann, sage ich jetzt mal, das Abwasser auf dem Kubikmeter auf Liter genau zu entnehmen. Also ich denke, das ist vernünftig, sage ich jetzt mal, mit einer Wasseruhr zu arbeiten, weil 90-95% des Abwassers kommen wirklich aus dem Trinkwasserhahn, nachdem sie von uns Menschen gebraucht wurden. Ja, danke. Was da noch drin gesteckt hat in dieser Frage, beziehungsweise in diesen Sätzen, dass ja jeder Abwasser in den Abfluss schütten kann, egal was es ist. Also das, ja, muss man vielleicht nochmal appellieren an die Leute, hier wirklich verantwortungsbewusst auch nur
das in den Abfluss zu schütten, was da reinkommt. Also es ist ja wirklich eigentlich nur unser Wasser, das wir verwendet haben und doch sicherlich nichts, was gefährlich wäre für für unser Wasser, das wir dann reinigen, aufbereiten und aber am Ende natürlich doch wieder verwenden. Genau. Vielleicht kann ich dazu kurz, also wenigstens, weil es jetzt nicht angesprochen wurde, aber Medikamente gehören eben nicht ins Abwasser, sondern in den Restmüll, weil die dann verbrannt werden. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man diese Reste eben auch entsorgt. Im Übrigen gibt es eben auch Regeln, was man überhaupt ins Abwasser reintun kann. Und es wäre vielleicht ganz gut, auch darüber mal gründlicher zu informieren. Kurz sagen, wie man gegen so Verschmutzungen vorgeht. Also die Abwasserreinigung ist wirklich ein sehr sensibler Prozess, wo Mikroorganismen im Prinzip die Schmutzstoffe abbauen in der Biologie. Deswegen brauchen wir natürlich nicht alles im Abwasser, ganz im Gegenteil. Es ist sehr gefährliche Stoffe gibt es, die diese ganze Biomasse zerstören könnten. Deswegen gibt es im ganzen Stadtgebiet strategische Probenehmer, automatische Probenehmer, die täglich überwacht werden, wo die Proben analysiert werden, um eben frühzeitig festzustellen, ob irgendwo Verschmutzungen herkommen, die eben den Betrieb der Kläranlage schädigen könnten. Das ist wirklich eine aufwendige Geschichte, wo da betrieben wird. Aber jetzt sind wir wieder bei solchen Sachen. Aufklärung ist wichtig, verdammt wichtig. Und da können wir vielleicht da wirklich noch ein bisschen was intensivieren. Ich bin davon überzeugt, um eben die Leute zu sensibilisieren, was gehört nicht in die Toilette oder in Gulli. Ja, vielen Dank. Also genau, man kann es gar nicht oft genug sagen. Beispiel Medikamente gehören natürlich nicht in die Toilette, nicht ins Abwasser. Ich habe noch was zum Thema Abwasser gefragt wird, und zwar, wie wird der Chloridgehalt aus Straßengräben und Abflüssen geklärt? Herr Thoms, ich denke, das ist vielleicht was, was Sie beantworten könnten. Ich bin jetzt kein Chemiker, ne? Also ich bin Elektroniker, aber die Messungen, die da gemacht werden, also Chlorid ist jetzt mir als Problem nicht bekannt, weil Chlor sich verflüchtigt und denke ich bei uns jetzt nicht zu finden ist. Wir haben Phosphor, müssen wir abbauen. Ja? Da ist ja diese Recycling-Sache von Ihnen auch vorhin auch erwähnt worden, wo ja auch Zukunft ist. Ab 29 muss man Phosphor-Recycling zumindest möglich machen. Aus dem Klärschlamm wird der Phosphor gewonnen. Ansonsten haben wir halt BSB, CSB, die üblichen Parameter. Also Chlorid selber wüsste ich jetzt nicht, dass das jetzt ein Problem darstellt. Wir haben Chemiker in der Runde. Ja, also ich kann höchstens nur sagen, dass die Frage ist ja berechtigt, weil es sich ja um das Chlorid vom Streusalz handelt. Also um das Natriumchlorid im Grunde. Aber ich meine jetzt auch, dass das nicht ausgefällt wird. Stelle ich mir auch schwierig vor, ehrlich gesagt, sondern sich einfach verdünnt. Und damit auch nicht gefährlich ist, ganz im Gegensatz eben zu wenn jemand Benzin oder irgendwas in den Abfluss gibt, was irgendwie oder Lösungsmittel, die übrig geblieben sind. Und das gehört alles in den Sondermüll. Also da muss man wirklich ganz streng sein. Und dafür gibt es ja auch diese Sondermüllmobile. Also das schützt dann auch das Trinkwasser. Vielleicht nur noch ergänzend, also das stimmt, also wenn wir solche Tauphasen haben, wo eben dann vermehrte das Salz von der Straße, dann das Streusalz dann mit ins Abwasser kommt, da haben wir dann eben eine Veränderung in der Leitfähigkeit. Aber das wird auch online sekündlich überprüft, damit also der Wert nicht in den Bereich kommt, dass es wiederum unsere Mikroorganismen schädigt. Danke. Dann habe ich noch eine Frage zum Thema Abwasser, bevor wir dann vielleicht wieder in eine andere Richtung gehen. Und zwar fragt die Frau Hertinger, wie schädlich sind die vielen weggeworfenen Zigarettenstummel für unser Abwasser? Ja, sehr spannend. Wer kann darauf antworten? Also die Zigarettenstummel, das Nikotin an sich, glaube ich, wird auch über die Verdünnung jetzt weniger die Problematik sein. Aber die Filter sind ein Riesenproblem.
Also wir haben Riesenanstrengungen, eben diese Filter, die einfach wirklich ewig leben. Also das kennt jeder, auch wenn er zum Baden geht, Filter, also es ist alles, die brauchen Jahrzehnte, bis sie anscheinend mal vergangen sind. So haben wir das bei uns im Abwasser auch. Das ist echt ein Aufwand, weil die schlupfen auch durch Rechen durch und die haben wir bis hinter in die Biologie. Und das ist echt ein Aufwand, das ganze Zeug rauszuholen. Gott sei Dank, ich habe vorhin schon von Verboten gesprochen, ne? Gott sei Dank gibt es diese Plastikstäbchen nicht mehr. Von den Ohrenstäbchen. Die sind Gott sei Dank verboten worden, weil die haben uns ganz viel Arbeit und viel Geld gekostet, die Dinger. Ja, das ist ganz gut, dass man die, dass die nur noch aus Pappe gibt. Gut, danke. Dann lese ich mal hier nochmal ein Statement vor vom Herrn Niederhof. Und zwar: Wasserprobleme sind ein wesentlicher Teil unserer Umweltprobleme, wahrscheinlich eines der Überlebensprobleme. Da hat er mit Sicherheit recht. Ich denke, da können wir noch mal drauf einsteigen. Genau, und wir kommen im Chat hier auch dann so ein bisschen zu dem Thema Bildung und Verantwortung. Und ja, wer muss denn eigentlich was tun? Wer hat die Verantwortung? Jeder Einzelne oder ist es die Politik? Wie müssen wir Bewusstseinsbildung betreiben auf allen Ebenen? Also ja, weiß nicht, vielleicht möchte da jemand drauf einsteigen. Ja, also ich finde das eine ganz wichtige Frage. Es gibt ja auch Tendenzen, wo es heißt, ja, die Umweltschutz, das muss alles immer vom Einzelnen gemacht werden und wir können die bessere Welt herbeikonsumieren, indem einfach der Einzelne immer die richtigen Entscheidungen trifft. Aber das reicht nicht. Also zur Nachhaltigkeit kommt man nur über verbindliche allgemeine Regeln und das schließt überhaupt nicht aus, sondern ein, dass auch der Einzelne sich kümmert. Aber wir sind nun mal ein politisches Gemeinwesen und nicht umsonst hat der Staat hier eine ganz wichtige Aufgabe. Und bei uns, muss man ganz klar sagen, hat die Europäische Union im Umweltbereich eben eine ganz, ganz wichtige und verdienstvolle Lenkungsfunktion. Ein großer Teil unserer Umweltauflagen kommen ja aus Brüssel, das ärgert manche, aber die Naturschützer und Umweltschützer freut es sehr. Weil dadurch eben wirklich immer wieder ein Anreiz geschaffen wird, auch viele Dinge besser zu machen. Wir könnten jetzt zum Beispiel so ein Projekt wie am Lech, das könnte ja überhaupt kein Einzelner durch irgendeine Konsumentscheidung beeinflussen. Das sind nun mal politische Entscheidungen, die dann da auch jetzt umgesetzt werden. Also ja, erstmal komplette Zustimmung, Jens. Wir müssen politische Regeln, also die Politik muss Regeln setzen und wir müssen diese Regeln noch viel stringenter setzen. Ich glaube aber, was wir auch machen müssen, ist schon den Menschen klar machen, warum es diese Regeln gibt. Ich finde, Corona hat für mich ist ein Paradebeispiel, wo wir gesehen haben, dass es eben nicht gelungen ist, die breite Masse der Gesellschaft davon zu überzeugen, was die Politik hier entscheidet. Teilweise, weil es etwas undurchsichtig war und vielleicht auch nicht ganz logisch. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass es halt erst erstmalig so eine große Pandemie war, war es vielleicht auch nachvollziehbar. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, den Menschen auch bewusst zu machen, diese Entscheidungen sind elementar wichtig für das Überleben der Menschheit. Das klingt jetzt sehr pathetisch, ist aber einfach tatsächlich so. Ja, wir müssen in vielen Bereichen wirklich deutlich schneller vorankommen, damit wir unseren Kindern und Kindeskindern eine lebenswerte Umwelt hinterlassen. Und dazu müssen wir Regeln machen, aber diese Regeln müssen in einer Demokratie auch akzeptiert werden und auch befolgt werden. Und dafür brauche ich Verständnis dafür und eine gewisse Sensibilität. Damit komme ich wieder zu dem Thema Bildungsarbeit. Und wir haben nicht die Zeit, diese Bildungsarbeit nur in den Schulen zu machen. Das ist so ein Punkt. Ne? Die Jugend, das stimmt, da, wir müssen die mehr mit einbeziehen. Aber wir haben nicht die Zeit zu sagen, okay, da wächst jetzt eine Generation auf, lasst uns die Bildungsarbeit in den Schulen machen, sondern ich sag mal, wir müssen auch tatsächlich Senioren bilden und ihnen klar machen, auch da muss eine Verhaltensänderung her. Deswegen müssen wir schnell damit loslegen. Deswegen brauchen wir ein Umweltbildungszentrum. Kann ich noch mal was sagen zum, eben dass das sauberes Wasser eben so ein zentrales Umweltthema ist und ich möchte das ein bisschen erweitern, denn saubere Luft ist eben auch ein zentrales Umweltthema und beide hängen sogar zusammen.
weil eben durch die Luftverschmutzung natürlich auch in vielen Naturschutzgebieten der Nitratgehalt enorm steigt. Das ist ja wie eine Düngung im Grunde aus der Luft. Und deswegen, glaube ich, muss man die Dinge auch so ein bisschen im Zusammenhang betrachten und nicht nur einen einzelnen Punkt so rausgreifen. Und sei es auch was so Umfassendes wie das Wasser, auch das hängt noch mit wirklich der ganzen Natur zusammen. Wir betteln uns hier um die Wortbeiträge. Also für die Stunde ist das schon ganz, ganz gut. Man merkt, dass uns die Umweltthemen wirklich am Herzen liegen. Ich wollte nur, weil Sie hier, Herr Liebig, das angesprochen haben mit der Frage von Pandemie und Klimawandel, sozusagen Pandemie als eine Zeit, wo wir gelernt haben, uns gemeinschaftlich anzustrengen. Also man kann, also Sie haben das sehr negativ gehalten, ich möchte jetzt mal kurz was Positives. Also eine gemeinschaftliche Anstrengung, die am Anfang uns noch sehr deutlich vor Augen schien, wohin das Ziel ist. Ich glaube, wir haben das Ziel aus den Augen verloren. Das ist jetzt die Hospitalisierungsrate, also brauchen wir nicht ausführen. Aber wichtig wäre mir zu sagen, dass wir auch für den Umweltschutz und den Klimaschutz immer die klaren Ziele benennen. Und ich glaube, da hilft uns manchmal so eine Gradmarke nicht so viel, weil es so wenig fassbar ist. Also ich glaube, wir müssen dann noch mehr in die Lebenswelt gehen. Also ich würde überlegen, unsere Zielvorstellung und dann, sagen wir bei den Narrativen, ganz zu Anfang, weil das ist wirklich, eigentlich brauchen wir positive Narrative für unsere Umwelt. Und jetzt haben wir beim Fleischessen, würde ich sagen, schon einen sehr positiven Narrativ, also Fleischkonsum wird nicht mehr so als ganz positiv angesehen, sondern vegetarische Lebensweise auch als positiver Narrativ dem beiseite gestellt. Kann man auch wieder sehen unter Wassernutzungskosten. Also von dem her, ich glaube, wir haben dann schon einen Bewusstseinswandel, aber wir müssen uns nur überlegen, wohin wir als Gesellschaft gehen. Und wir müssen, und das ist das, was wir in der Pandemie nicht deutlich und ehrlich gemacht haben, was auch die Lasten sind, die wir tragen müssen. Also man darf da nicht verschweigen, dass es kostet, dass es anstrengend ist, aber vielleicht wäre es dann für viele ja noch leichter anschiebbar. Vielen Dank für diesen tollen Beitrag. Vielleicht können wir jetzt noch mal in Richtung Bildung gehen, Bildungsarbeit. Wo ist denn anzusetzen? Also hier schreibt auch ein User, schulische Bildungsarbeit ist auch durch zielgerichtete Weiterbildung der Lehrkräfte einschlägiger Fächer zu fördern. Ja, wie machen wir das? Wie fördern wir die Lehrkräfte? Also, kein Problem, wir sind ja an der Uni Augsburg, eine der Lehrerbildungsstätten in Bayern. Also von dem her, wir haben die Lehrerinnen und Lehrer, die zukünftigen, vor unserer Nase. Es gibt ein Zertifikat Umweltbildung und Nachhaltigkeit, die kann von jedem Lehramtsstudenten oder Lehramtsstudentin gemacht werden. Wir haben einen eigenen Masterstudiengang Umweltethik, den kann man dazu studieren. Es gibt viele Möglichkeiten. Und es gibt auch viele Studierende, ich möchte es nochmal ganz klar sagen, also die Studierenden kommen aus einer anderen Generation, mit einer anderen Motivation und mit einem anderem Horizont oft. Aber dann müsste es noch, und ich sehe voll Ihre Seniorenarbeit, bin da voll bei Ihnen, aber es müsste noch mehr in die Breite der Bevölkerung gehen. Also die zukünftigen Lehrer und Lehrer haben an der Uni Augsburg eine perfekte Spielwiese, wir haben sogar eine neue Insektenwiese, also wir haben jede Menge. Wir haben auch den Forschungsschwerpunkt Umwelt. Und wir haben ein neues Klimaresilienzzentrum, das wir gerade bekommen haben. Also wir haben auch in der Forschung da wirklich neue Wege, die da gegangen werden, auch wirklich vom Freistaat Bayern auch in diese Richtung gelenkt. Von dem her, Jens, möchtest du noch was ergänzen? Habe ich irgendwas vergessen? So vieles an der Uni Augsburg, so vieles. Es klang gerade so an, als ob wir nur Seniorenarbeit machen. Ich wollte nur da ergänzen, wir haben eigentlich den Großteil, arbeiten wir mit Schulen zusammen. Und die Wiese ist übrigens von uns. Die haben wir hergestellt, die Physikwiese an der Uni. Vielen Dank. Dann mache ich vielleicht noch direkt Werbung auch für unser Welterbe-Informationszentrum. Also hier sind tatsächlich auch Schulklassen herzlich willkommen, sich das anzuschauen. Also das ist tatsächlich auch, da finden auch Schüler und Schülerinnen Informationen und Spannendes. Genau, jetzt muss ich mal schauen, was wir da noch so haben. Hier kommt ein Statement, das lese ich vielleicht gleich mal vor. Der Umgang mit unseren Grundwasserressourcen muss verbessert
Dafür benötigen wir intelligente und regional angepasste Lösungen, um die Bewirtschaftung der begrenzten Ressource auch künftig verantwortungsvoll und nachhaltig auszugestalten. Ja, das ist ein Statement von Herrn Glocke, das ist sehr schön. Herr Liebig möchte darauf antworten oder was dazu sagen. Ah, es kommt vom Herrn Glocke, sehr gut. Hallo Herr Glocke. Da kann ich dann gleich was dazu sagen, warum er es gesagt hat. Aber das ist mir vorher, kam das Thema Grundwasser schon mal auf und die Frage, sinken die Grundwasserstände nicht zu stark? Und ich habe mir da in dem Augenblick gedacht, oh, habe ich heute zu sehr die rosarote Brille aufgehabt? Weil es ist tatsächlich so, wir haben in Augsburg ein erhebliches Problem, eher im Norden, mit sinkenden Grundwasserständen. Und wir haben, wer es in der Zeitung gelesen hat, in der Augsburger Allgemeinen, einen Bach da oben, der übrigens europaweit geschützt ist, ein FFH-Bach, Flora-Habitat-Richtlinie der EU, streng geschütztes Gewässer, ist also einer dieser Quellbäche, die wir auch im Stadtwald schützen. Und dieser Bach fällt seit vielen, vielen Jahren trocken immer wieder mal. Und es ist signifikant, dass er immer dann trocken fällt, wenn wir diese Hitzesommer haben. Also ich bin seit 1999 da. 2003 war einer dieser Hitzesommer, 2015, 2018, 2019. Und jedes Mal in diesen Hitzesommern ist dieser Bach komplett trocken gefallen. Das hat natürlich mit dem, also der Bach wird gespeist vom Grundwasser. Das Grundwasser tritt an einer Quelle zutage und speist den Bach. Und da fließen sonst 400 Liter die Sekunde. Das ist schon ganz ordentlich. Und der Bach ist trocken jetzt über Jahre. Und der Hintergrund ist tatsächlich der, dass wir alles getan haben, dass die Grundwasserneubildungsrate in den Lechauen Nord nicht mehr so gut funktioniert. Warum funktioniert die nicht mehr? Das hat einerseits mit dem Klimawandel zu tun, weil es einfach nicht genug Niederschläge gibt. Aber das Wesentliche ist, wir haben hier eine massive Flächenversiegelung. Gewerbegebiet Lechhausen, das heißt also das Wasser, was dort, das Niederschlagswasser, was dort zu Boden fällt, versickert nicht mehr in den Böden, sondern das wird über die Kanalisation in den Vorfluter geleitet und kann dann eben nicht mehr für die Grundwasserneubildung zur Verfügung stehen. Und das ist eine der wesentlichen Gründe. Und wir wissen, aus hydrologischer Sicht sind Städte eben tatsächlich Grundwasser senken in der Landschaft, ja, weil die extrem stark versiegelt sind und wir über die Kanalisation das Wasser ableiten und keine Grundwasserneubildung stattfinden kann. Das wirkt sich nachteilig aus auf viele Bereiche, auf Ökosysteme. Und wir reden ja jetzt gerade eben auch, was die Flächenversiegelung betrifft, sehr stark von Nachverdichtung. Das heißt also, in den Städten wird enger gebaut, damit wir nicht mehr Raum brauchen. Das ist auch wichtig. Wir müssen mit der Flächenversiegelung runter. Aber das bedeutet natürlich, was machen wir mit dem Wasser, was hier, also mit dem Niederschlagswasser? Und da braucht es intelligente Lösungen. Die Schwammstadt ist eine dieser Begriffe, die da jetzt immer wieder fällt. Das heißt, wie kriegen wir das Wasser unter der Stadt in den Grundwasserkörper und nicht in den Vorfluter, um diese Grundwasserstände auch zu stabilisieren. Und das wird meiner Meinung nach auch eine der großen Herausforderungen der Zukunft, auch was die Trinkwasserversorgung betrifft. Und ja, wir haben in Augsburg gute Trinkwassersituation, wir haben gute Grundwasserkörper, aber ich frage mich, was machen wir, wenn im Norden von Bayern das weiter so geht und wir da eine Trinkwasserversorgung vielleicht durch die Stadt Augsburg unterstützen müssen, dann sieht die Situation womöglich ganz anders aus. Also das ist tatsächlich ein Thema, ein Zukunftsthema, wo wir sehr schnell gute Antworten brauchen. Also wie gesagt, die Stadtentwässerungen benötigen das Regenwasser natürlich nicht in der Kanalisation. Das wäre besser, wenn es versickert, weil das belastet ja eigentlich nur unsere Anlage mit etwas, was wir gar nicht reinigen müssen. Also deswegen, es gibt ja diese Niederschlagswassergebühr, die viel umstrittene Niederschlagswassergebühr. Macht ihren Sinn darin? Wir haben vorhin gesagt, wenn man was teuer macht, vielleicht kommt der Bürger dann auf die Idee, sich was einfallen zu lassen. Man will eigentlich damit erreichen, dass die Bürger ihr Regenwasser versickern lassen. Wir hatten dann auch noch, natürlich darf man nicht alles an Regenwasser versickern lassen. Straßenflächen bedürfen natürlich einer gewissen Vorreinigung. Der Gummiabrieb und alles, ne, kann man jetzt nicht einfach ins Grundwasser ableiten. Das wäre nicht sinnvoll. Aber es gibt auch Versuche,
Da haben wir das Versuchsfeld draußen in Lechhausen gehabt, wo man eben über Straßenbegleitgrün eine gewisse Vorreinigung dieses Wassers vom Straßengraben quasi erreichen kann. Also da hat man wirklich nur Chancen, viel zu machen. Das würde mittelfristig auch Geld sparen, ja, in der Abwasserbehandlung. Herr Glocke, das wollte ich noch erwähnen. Es gibt einmal da ganz gute Ansätze und ich finde auch am Lech gibt es einen guten Ansatz. Momentan ist ein Projekt, das ist auch von der EU gefördert, ein Live-Projekt. Und da geht es darum, dass man Wasser auf die andere Seite des Lechkanals bringt, um es dort zu versickern, um eine Dotation, also eine Einspeisung ins Grundwasser herbeizuführen. Und wenn dieses Grundwasser dann durch den Bodenkörper in den Lech hinein, also ins Lechmutterbett strömt, kommt da eben kühleres Wasser raus, was einen höheren Sauerstoffgehalt hat und was dann wiederum für die Fischfauna und andere Gewässerorganismen von Vorteil ist. Also es gibt auch wiederum Ansätze, die sehr lobenswert sind und die wir unbedingt auch weiterverfolgen sollten. Der Glocke ist von der LEW und die LEW macht dieses Live-Projekt. Das finde ich durchaus ein Punkt, den wir weiterverfolgen sollten. Wie kriegen wir Wassermengen wieder in den Grundwasserkörper und wie können wir sie versickern und wie können wir damit die Grundwasserstände erhöhen? Das müssen wir unbedingt weiter verfolgen. Ja. So, jetzt habe ich lange geschwiegen, jetzt muss ich wieder intervenieren, denn wir kommen jetzt sozusagen zum Ende der Podiumsdiskussion. Unsere Zeit läuft ab. Eine wesentliche Aufgabe des Welterbes ist, das Welterbe zu vermitteln. Heute war ein wesentlicher Punkt, auch hier in dieser Runde besprochen wurde, Vermittlung, Bildung ist wichtig. Diese Aufgabe kann man natürlich jetzt nicht alleine der Welterbekoordination übertragen, aber vielleicht können sich gerade in der Zukunft aus Allianzen ergeben, Kooperationsmöglichkeiten, wo man wirklich gemeinsam an diesem Thema Vermittlung, Bildung arbeiten kann und das dann möglichst eben aus diesen ganzen unterschiedlichen Facetten, die hier eingebracht wurden. Denn so kann jeder sich dann auch besser einbringen. Das ist vielleicht auch, was wir aus dieser Podiumsdiskussion ziehen können, zusammenarbeiten im Bereich der Vermittlung. Vieles ist vielleicht schon da, der Nutzer weiß es noch nicht. Wie kriegt man ihn dorthin? Und vielleicht, wenn er dort ist, wie kann man das gleich nutzen, um dann noch andere Themen noch mit zu vermitteln? Bevor wir zu den abschließenden Worten der Welterbekoordination kommen, was Sie aus der Podiumsdiskussion herausziehen, möchte ich jetzt nochmal Frau Poppitz, die ich ja ganz am Anfang erwähnt habe, das Wort geben, die ja das Ganze jetzt hier verfolgt hat und probiert hat, das jetzt grafisch zu verarbeiten. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie die Grafik aussieht dieser Podiumsdiskussion, sozusagen nicht in Worte, sondern in Bild und vielleicht mit ein bisschen Ton als Erläuterung. Frau Poppitz, können Sie bitte Ihren Bildschirm freischalten und mal zeigen, wie Sie das Ganze visuell verarbeitet haben? Jetzt gucken wir einmal auf das Bild als Ganzes und gleich lasse ich einfach kurz mal einen Film ablaufen, der die Entstehung von dem Bild zeigt, weil ich dazu dann besser sprechen kann, weil dann einfach die Aufmerksamkeit besser gelenkt ist in die verschiedenen, Teile des Bildes. Ich steige jetzt einfach ein in die ganze Debatte aus der Sicht einer informierten Außenseiterin, weil wir alle wissen um die Bedeutung von Kulturerbe und wir alle wissen um die Wichtigkeit der Klimazukunft, also das nicht zu übersehen sozusagen. Und ganz zu Beginn fand ich den Ausspruch sehr, sehr bedeutsam. Bei mir verschwimmt alles, wer was gesagt hat, weil ich wirklich nur zugehört habe. Ich habe mich überhaupt nicht drum geschert, wer was gesagt hat. Das ist halt am Ende ein insgesamt sinnstiftender Dialog geworden. Aber diese Aussage, was immer wir ins Wasser reintun, auch via Importe, das ist halt das Spannende, also auch sozusagen über den Geldbeutel und unseren Griff ins Regal im Supermarkt entscheiden wir, was letztlich bei der Produktion im Wasser landet. Das alles kommt bei uns wieder an. Und da ergibt sich eine Handlungsempfehlung oder ein Auftrag, den wir quasi haben, Stoffkreisläufe zu unterbrechen, die eben durch das Grundwasser, durch das Wasser letztlich dann immer wieder in die Nahrungskette und in alles reingeraten, was wir uns selber dann wieder zuführen. Und da begründet sich dann auch wieder dieses menschliche Profil, was ganz zentral rechts eingeblendet ist. Also es geht einfach darum, wir haben ja heute viel Beiträge darüber gehört, wie man wen erreichen kann. Aber am Ende ist es eigentlich, damit schließt sich der ganze Kreis um die Bedeutung des Wassers eigentlich, am Ende ist das Wasser einfach lebenswichtig. Und für andere Lebewesen, aber auch für uns.
Wir haben also so den Auftrag, wenn wir darüber sprechen, was wir mit Wasser machen und auch speziell in Augsburg, aber auch in anderen Orten im Zusammenhang mit Weltkulturerbe, mit Kulturerbe oder auch insgesamt, wir haben den Auftrag, halt Trinkwasser, also das Wertbewusstsein von Wasser zu erhöhen. Trinkwasser, aber auch Nutzwasser. Und auch spannender Punkt, Umweltschädenkosten bepreisen und damit was drehen am Konsumverhalten. Also im Endeffekt, sobald ich den wahren Produktwert sehe und auch zahlen muss, dann habe ich dann wieder so einen anderen Punkt, wie ich Stoffkreisläufe unterbrechen kann durch Nutzerverhalten und durch Konsumverhalten. Also nochmal so eine Anmerkung, die ich total eingängig fand, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie kann man sensibilisieren für ein Thema. Also wenn ich höre, dass im Abwasserteich, also im abwasserbetriebenen Fischteich, immer mehr zwittrige Fische sozusagen vermerkt werden und das natürlich durch die Chemikalien, die in dem Abwasser landen, dann ist das ein sehr starkes Bild. Und mit solchen Bildern muss man, denke ich, arbeiten. Und jetzt nochmal dieser Rückgriff auf die Erkenntnis von ganz zu Beginn unserer Session. Also zum einen, was an so einem Standort wie Augsburg möglich ist, speist sich auch daraus, dass die Beteiligten und dass auch Bürger, dass die schon sensibilisiert sind auf eine Art. Und daraus entstanden ja schon in der Vergangenheit so Bewegungen wie Freier Lech. Und insgesamt ist es halt dieser Auftrag, vielleicht auch über den eigenen Standort hinaus, wenn der eigene Standort so gesegnet ist mit schon sensibilisierten und guten Praktiken und so, sensibilisieren über den eigenen Standort hinaus. Also das könnte auch eine Mission sein im Endeffekt. Dann nochmal die Erkenntnis eigentlich, wie weit das eigentlich schon greift, diese Veränderung unserer Umwelt durch die Produktwelt, die uns letztlich beherrscht. Also der Grundwasserverlust, das ist auch wieder ein Kreislauf. Also der Grundwasserverlust wird gefördert oder befeuert durch bestimmte Riesenmarken, sag ich mal. Und ja, ist das ein Kampf David gegen Goliath und muss man sich jedes Mal geschlagen geben, wenn plötzlich sich die Prioritäten verschieben hin zu, wir müssen jetzt Kriege verhindern oder Kriege eindämmen oder was auch immer. Und ja, da kommt trotzdem dieses Mantra zum Tragen, also wir müssen unsere Produktwelt besser verstehen und unser Konsumverhalten entsprechend lernen zu analysieren und zu verändern. Also an dieser Bildung des jeden Einzelnen und auch Bildung von Gruppen führt nichts vorbei. Zu der ökologischen Durchgängigkeit, auch zu der Darstellung, die ich hier gewählt habe, nochmal eine Anmerkung. Das war so spannend, wie am Anfang nochmal darauf hingewiesen wurde, die Landschaften, das weiß ich auch als durch mein Architekturstudium, Landschaften implizieren immer menschliches Zutun. Das ist immer menschliches Design. Das heißt, es gibt nicht so etwas wie eine komplett naturbelassene Landschaft. Da ist immer menschliches Tun drin gewesen. Das heißt, wenn wir ökologische Durchgängigkeit sichern wollen, dann müssen wir die Landschaft, wie wir sie als Menschen schon geprägt haben, einfach durchlässig, also dann müssen wir die so machen, dass sie durchlässiger werden für die ökologische Durchgängigkeit. Das heißt, die Landschaft muss sich ein Stück, die menschengemachte Landschaft muss sich ein Stück zurücknehmen. Und das passt auch ein bisschen zu diesem insgesamt, die Natur zu schonen. Also wenn die Frage im Raum steht, wem gehört unser Wasser, dann ist die Antwort irgendwo, das Wasser gehört uns allen und irgendwo ist das Wasser, also das Wertbewusstsein, was dahinter steckt, egal wofür wir das Wasser nutzen oder missbrauchen, eigentlich ist das Wasser unser Lebenselixier. An dieser Stelle möchte ich, genau, da würde ich gerne schließen. Also ich habe relativ viel dazu gelernt, einfach über die Zusammenhänge, über die heute gesprochen wurde. Das sind nicht einzelne Sachen, die ich noch nicht wusste, aber was ich als sehr bereichernd empfand, ist einfach die Diskussion im Zusammenhang und diese starke Verdichtung von Erkenntnissen in diesem Zusammenhang. Also, vielen Dank. Ja, vielen Dank für diese Zusammenfassung sozusagen aus dem Off. Zumindest für uns war das dann aus dem Off. Wir möchten jetzt auch nochmal sehr herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Teilnahme. Frau Schlöger-Fliel, Herr Ottillinger, Herr Thoms, Herr Liebig, Frau Herr-Söntgen, vielen Dank für Ihre Teilnahme. Und ich hoffe, dass es auch eben, wie schon angedeutet, auch in der Zukunft weitere Möglichkeiten geben wird, sich für das Augsburger Wasser, seine Qualität einzusetzen, einzubringen und es auch zu sichern als Allgemeingut, dass es letztendlich auch in ganz Deutschland ist. In dem Sinne vielen herzlichen Dank. Vielen lieben Dank auch an die Zuschauer, an die Zuhörer. Ich hoffe, Sie konnten sich auch einiges mitnehmen und ich hoffe, wir konnten noch etwas Interesse wecken für die nächsten Podiumsdiskussions- oder Podiumsveranstaltungen, die wir dann zukünftig noch in Regensburg und Hamburg haben werden. In dem Sinne wünsche ich Ihnen alle einen schönen Abend und eine schöne Restwoche.
Ja, erstmal ganz herzlichen Dank an unser Podium. Also es war wirklich sehr bereichernd und hat Spaß gemacht. Und ja, ich habe ein ganz klares Fazit zu dieser Veranstaltung. Es gibt Redebedarf und es ist auch wichtig, dass wir über das Thema Wasser reden. Und das wollen wir natürlich auch fortsetzen. Also das wird nicht die letzte Veranstaltung bleiben, das ist ganz klar. Wir werden hier wieder was anbieten und dann natürlich oder hoffentlich auch in Präsenz, weil es natürlich nochmal viel schöner ist, wenn man die Leute vor Ort hat und dann nochmal ganz anders in die Diskussion kommen kann. Also da freuen wir uns tatsächlich schon drauf, wenn wir dann in Präsenz wieder was veranstalten können. Ja, vielen Dank an alle Beteiligten, auch an die Technik. Und genau, das war so mein Abschlussfazit. Jetzt kommt noch der kleine Werbeblock aus dem Welterbebüro. Und zwar möchten wir auf die kommenden Veranstaltungen natürlich hinweisen. Das ist ja diese Podiumsdiskussion eine Reihe, die wir hier veranstalten, zusammen mit den Städten Regensburg und Hamburg. Und zwar findet am 4. Juni die Veranstaltung in Regensburg statt zum Thema klimaresiliente Altstadt. Und dann am 10. September in Hamburg zum Thema Klimawandel und authentischer Erhalt der Speicherstadt. Sie finden hier Infos unter dem angegebenen unter der angegebenen Adresse kulturerbe-klimazukunft.info. Und eine weitere Veranstaltung, die ich sehr gerne ankündigen möchte, ist ein großes Festival, das hier in der Stadt stattfinden wird, nämlich Water and Sound. Das ist ja ehemals Festival der Kulturen. Es ist ein Festival für globale Musik. Und ja, unser Thema Wasser ist global, das Thema Musik ist global. Wir bringen das in Zusammenhang mit Konzerten, Performances und natürlich ganz vielen Infoveranstaltungen wieder. Also wir sind hier in Kooperation mit dem Kulturamt der Stadt Augsburg und dem künstlerischen Leiter Gerisha Fernando. Genau, und da laden wir Sie alle recht herzlich ein, von 28.07. bis 7.08. diesen Jahres. Also kommen Sie gerne nach Augsburg oder wenn Sie schon da sind, kommen Sie zur Veranstaltung. Das wird mit Sicherheit toll und genau, wir werden auf jeden Fall inhaltlich da auch nochmal das Thema Wasser aufgreifen.